Ja, herzlich willkommen hier aus der Schlosswahlhalle Osnabrück zum Volleyball-Regionalligaspiel. Da kann man ja schnell ins Fettnäpfchen treten, denn leider mussten wir den sportlichen Abstieg hinnehmen in der letzten Saison. Ja, und mit dabei war noch so halb, ne? So halb nicht jedes Spiel. Franzi Nelson sitzt heute neben mir. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo. Ja, Franzi, was erwartest du heute hier von dem Spiel? Es ist auf jeden Fall eine spannende Begegnung. Einmal, weil die beiden Mannschaften Leschede und Osnabrück ja schon im Pokal aufeinander getroffen sind. Da ging es 2-1 für Leschede aus. Und andererseits glaube ich aber auch, dass es besonders spannend wird, weil VCU die letzten drei Spiele alle gewonnen hat, wenn auch mit einem 3-2, aber da sollte hier heute auf jeden Fall eine Revanche drin sein. Ja. Ich freue mich hier auch auf ein packendes Duell heute zwischen zwei Tabellennachbarn, wenn mich nicht alles täuscht. Denn man Leschede ist nur ein Platz unter dem VCO. Ja, genau. Und dementsprechend, ja, wenn es dann nach der Tabelle gehen würde, dann erwarten wir hier heute einen Fünfsatz-Krimi, würde ich sagen. Mal wieder. Hoffentlich mal wieder, mit gutem ja, Ende genau. Für Osnabrück. Wir sind gespannt. Ja, und draußen auf den Zuschauerplätzen, auf den Sofas, in den Zügen, wo auch immer, hört ihr uns gut oder sollen wir noch etwas nachpegeln, nicht, dass der Ton zu laut ist? Da würden wir uns eben kurz über einen Kommentar im Chatfeld freuen. Also bewegt die Fingerchen und gibt uns kurz ein grünes Licht, ein Okay, einen Daumen nach oben, damit wir dann gut euch erreichen können. Wir schweigen jetzt noch ein bisschen und schauen uns das hier noch ein bisschen anders einschlagen, bevor wir dann gleich ein wenig mehr in die Details gehen. Ja, wir nehmen den Ton noch mal kurz raus, denn wir hatten es vor zwei Wochen, da war die Hallenatmo aufgesaugt worden. Und dann wurde das Video gesperrt. Dementsprechend, wenn wir gleich starten hier, geht es auch wieder mit dem Ton weiter. Deswegen wundert euch nicht, dass ihr gleich uns mal eben ein, zwei Minuten nicht hört. Sobald hier gleich aufgeschlagen wird, sind wir für euch da. Ganz quatschen nochmal. Unterhalte mich. Nein. Ja, raus aus dem Team. Die beiden auch.
Ja, zurück aus der Schlosswallhalle hier und jetzt kommen wir so langsam dem Aufschlag etwas näher, noch 3-4 Minuten. Dann dürfte Dennis Kurt hier die Mannschaftsaufstellung verkünden. Und ja, ich freue mich auf einen Volleyball-Nachmittag, der recht lang werden dürfte. Denn wie so häufig hier in der Schlosswallhalle in Osnabrück spielen dann im Anschluss die Herren. Und ja, da kann man schon mal so 5 bis 8 Stunden hier in der Halle verbringen, wer richtig Bock drauf hat, ne Franzi? Auf jeden Fall. Vor allem, wie gesagt, wenn das wieder ein langes Spiel, ein spannendes Spiel heute wird und die Herren danach auch ordentlich was zu bieten haben, ja, dann sitzt man hier auf jeden Fall 7 Stunden, würde ich auf jeden Fall einplanen. Ja, genau. Und ich glaube, auch für alle, die jetzt noch nicht in der Halle sind, gibt es heute auch ein Angebot, günstiger in die Halle zu kommen für alle Spielerinnen des VCOs. Im Endeffekt, Corona liegt so gefühlt hinter uns und wir wollen natürlich eine volle Halle hier sehen, aber klar, dass noch ein bisschen die Berührungsängste da sind. Jetzt, wo die Inzidenzen wieder etwas steigen, kann ich auch verstehen, aber das muss jeder für sich halten, wie er möchte. Deswegen haben wir den Livestream hier. So, und Dennis Kurt verkündet jetzt die Mannschaftsaufstellung hier. Und wir möchten euch nochmal bitten, gebt uns kurz ein Signal, die Zuschauer, die jetzt schon online sind und ich sehe, dass ihr online seid, gebt uns kurz okay, hört ihr uns gut da draußen oder müssen wir am Ton noch ein bisschen was regeln, bevor wir hier dann richtig durchstarten? So, die Gäste werden zuerst verlesen. Ja, Leschede wird es, glaube ich, gesprochen. In, ja, man kann sagen, froschgrün, hellgrün. Ja, eine Gefahr hier auf dem grünen Hallenboden. Ja, man sieht sie kaum. Genau, sie war sehen. Sogar mit grünem Haargummi. Ganz besonders hier als Team gematcht. Aber die Trikots sind schön. Die Farbe muss man halt eben so hinnehmen. Wir wie immer eigentlich in einem schönen Rot. Die Trikots sind ja der Stadt, ja, sehr, oder wir vertreten die Stadt würdig, denn es sind ja, glaube ich, sogar die Skyline der, Stadt zu sehen, imprägniert ins Trikot, würde ich bald sagen. So, und jetzt wird unsere Mannschaft hier verlesen von Hallensprecher Dennis Kurt. Ja, und hier Jules heute der Ersatz für Julia Bartholomäus. Wir kommen zu den Fischlern und Fischlern. Die Nummer 2 Zuschauerin, Elena Wiegmann. Ja, Dennis, wie gewohnt, lautstark. Bisher habe ich noch keinen Kommentar hier, dann gehe ich da mal von aus, dass ihr uns gut versteht. Ansonsten bitte schreibt uns, denn dann können wir noch ein bisschen was steuern, ein bisschen was organisieren. Und generell gehen wir gerne auf eure Fragen zum Spiel hier ein. So, Dennis verkündet hier unsere Mannschaft und wir zeigen sie eben noch mal im Video. Das Team wird präsentiert von Große Kettler. Da haben wir jetzt unsere Mädels in der Nahaufnahme, bevor es hier losgeht. Der Trainer Gunnar Kraus und Tobias Motz, der Co-Trainer. So, da haben wir das auch. Nette Fotos. Kerl, wer hat die denn gemacht? Ja, wer hat die denn gemacht? Die Person sitzt neben dir, genau. Ja, ich habe schon gehört, Franzi. Neben mir sitzt Franzi Detmar, ehemalige Spielerin und im Herzen immer noch aktiv. Würde ich mal so beschreiben. Ja, und man sieht ja, dein Talent hast du dann halt auch an der Kamera. Ich versuche mich da, wo es geht, irgendwie einzubringen für den VCO. Das ist ja eine große Familie und so ganz will ich aus der Familie nicht austreten. Ja. Und genau, da ich mich jetzt etwas mehr dem Kreativen widme,
Ja, und wer Franzi mal sehen möchte, etwas näher, der kann das jetzt tun. Franzi, vor uns die Kopfkamera. Da können wir uns mal kurz einblenden, damit ihr auch wisst, wer hier sitzt und wer euch heute hier aus der Halle mit Anekdoten und die Highlights zum Spiel verwöhnt. Dementsprechend hallo und nochmal der Aufruf, bitte schreibt uns, wenn der Ton nicht ganz sauber ist, weil dann können wir noch ein bisschen was regeln. Wir schalten jetzt wieder aufs Spielfeld und freuen uns jetzt auf ein packendes Duell hier zweier Tabellennachbarn. Ja, wer Fragen hat, darf ebenfalls Fragen auch stellen in den Kommentarfeldern und dann versuchen wir die hier direkt vor Ort zu beantworten. So, wir starten jetzt erstmal mit einer sehr, denke ich, gewohnten Aufstellung. Jana über außen, Merit über außen, Linda auf der Zuspielposition. So kann es auf jeden Fall losgehen. Rebecca über Diagonal. Da haben wir den ersten Punkt. Ja. Deutlicher Fehler von Leschede, der aber vorher auch entstanden ist, weil Linda das Team unter Druck gesetzt hat mit ihrem Trick, das Zuspiel direkt rüber zu spielen. Rebecca Land darf erneut 1:0. Starker Aufschlag Richtung 1. Ich glaube auch auf eine sehr junge Libera. Ich meine, die ist auch erst 16 Jahre alt. Ja, so kann es weitergehen. Munterer Auftakt hier, 2:0. Und ja, mit Rebecca an der Aufschlaglinie haben wir auch eine unserer erfahrenen Spielerinnen. Jetzt aber erstmalig die Gäste hier mit dem Punktgewinn. Das war ein starker Schnellangriff. Ich hatte fast gedacht, dass da noch jemand im Netz gewesen ist. Aber der Punkt geht an Leschede. Ja, und die ersten Zuschauer können wir draußen begrüßen. Das freut uns natürlich ganz besonders. Stabile Annahme und der Ball ist vom Block an die Antenne gegangen und damit ins Aus. 3:1 Führung und wenn ich das richtig sehe, haben wir Merit Dresing an der Aufschlaglinie. Merit noch sehr jung, aber trotzdem schon mit ein bisschen Erfahrung behaftet, denn ja, die trainiert und spielt schon lange bei uns in der ersten Dame mit. Und ja, macht hier auch direkt ihren ersten Punkt. Ja, und ihre Athletik hat sie sicherlich auch vom Beach, denn das ist eine Leidenschaft von Merit im Sommer, wenn andere die Schuhe ausziehen, eben auch auf den Beachplatz zu gehen. Und ja, Merit ist ganz stark auf dem Beachfeld und kann da auch einiges mit in die Halle nehmen und hatte einige Trickshots. Und beim Aufschlag auch gerade diese kurzen Aufschläge, die ja oft einen guten Effekt haben. Jetzt hier leider mit einem Punktgewinn für Leschede. Ja, da freuen wir uns doch, dass auch schon reichlich Zuschauer eingeschaltet haben, wie wir hier sehen können. Ist ja nun jetzt auch nicht gerade die Primetime-Zeit, 15.30 Uhr. Da werden Oma und Opa zum Kuchen bitten, dann eben Volleyball einzustellen. Aber vielleicht hat der ein oder andere das Kaffeekränzchen ja jetzt auch verbunden mit diesem Volleyball-Match. Das wäre ja schön. Ja, genau. Einfach mal das Tablet auf den Tisch stellen und dann über das Volleyballspiel hier diskutieren. Langer Ball. Ich habe den sackt drin gesehen. Schön rein. Das sah schon gewollt aus. Ja? Also, ich kenne es von Alina Helmich, die es auch immer beherrscht hat in ihrer aktiven Zeit, den Ball so zu schlagen, dass er möglichst lang gestreckt ist, aber dann abfällt. Genau, auf den letzten Meter. Das ist auch etwas, was im Training Gunnar immer wieder einübt, auf den letzten Meter aufzuschlagen oder wirklich einen ganz kurzen Aufschlag, um die Annahmespieler da auch einfach aus ihrer Komfortzone rauszuholen. Es gab leider eine Netzberührung und damit einen Punkt für Leschede, obwohl der Ball im Angriff eigentlich im Aus war.
So, 6-3. Deutlicher Aufschlag ins Aus. Nun Linda an der Aufschlaglinie. 7-3 Führung, komfortabel. So kann es weitergehen. Ja, aber der zu lang. Ja, der ist dann, genau, den Meter zu lang. Da muss man wieder genau hinschauen, denn die Debatte wurde ja gerade aktuell geführt, denn ja, das ist ja hier ein Linienwirrwarr in der Halle. Blau auf grün ist jetzt auch nicht so die Wunschfarbe. Ne? Genau, es wäre schön gewesen, wenn der Volleyballsport hier ein markiertes Feld, ein genau leicht farblich hinterlegtes Feld bekommen hätte. Es ist so, das Feld ist ja 9x9 Meter groß, aber es kommt eben auf Zentimeter wirklich an, wenn man mit einem Ball mitläuft und schaut, ob er ins Aus geht, ob er im Feld ist. Wäre das schon eine super Orientierung, hier ein farblich markiertes Feld zu haben. Antrag abgelehnt, leider mit der Begründung, dass es ja nun eine Allzweckhalle ist. Ja, kann ich verstehen, ein Stück weit, aber irgendwie ja, müsste man dann die Linien anders gestalten, ich weiß es nicht. Das sollte man sich dann schon nochmal Gedanken machen, denn für den Zuschauer nicht ganz einfach. Ja, vielleicht ist nochmal ein Kompromiss für alle Sportarten drin, das irgendwie hier unterzukriegen. Wenn man dann so wie ich noch 2,5 Dioptrien hat, ist es noch schwerer. Ja, ich hoffe, dass alle Spielerinnen, die hier heute mit minus 2,5 Dioptrien auf dem Feld stehen, irgendwie Kontaktlinsen tragen. Ja, genau. So, 9-5. Es geht hier munter hin und her. Und meistens, wenn wir uns dann noch nicht in der Crunch-Time bewegen, reden wir halt auch mal so ein bisschen über Alltagsgeschehen und über das, was drumherum passiert. Beide Teams im Internet, wie ja, man oft gewohnt ist im Volleyball, gerade so bei Instagram sehr aktiv, schöne Seiten teilweise im Aufbau, sowohl der VCO auch als die Gäste. So, und wer da Interesse hat, sollte da durchaus mal in den Suchfenstern die beiden Teams aufsuchen und ein Abo dalassen. Genau, bei Instagram, bei Facebook und die erste Dame ist sogar bei TikTok zu finden. Also für die ganz jungen Zuschauer ja, gibt es auch Nachwuchs. Da das eine oder andere spaßige Video. So, dann fühle ich mich jung und werde nachher gleich mal schauen. Ja, ja, da sind schon einige witzige Ideen umgesetzt worden bei TikTok. Eine 10-6 Führung haben wir hier. Das Scoreboard müssen wir eben nachstellen. Das ist schon mal, dass wir das so ein bisschen verzögert. Nachziehen und jetzt die Gäste im Ausschlag. Ja, den Punkt nehmen wir gerne mit. Wobei, ich denke, das bestätigst du mir. Ein erkämpfter Punkt ist immer schöner abzufeiern als ein geschenkter Punkt. Ja, genau. Am Ende ist er gleich viel wert, aber einen Ball mit einem Schmetterball so richtig ins Feld zu hauen, das löst natürlich andere Gefühle aus. Da entstehen Emotionen. So, Rebecca Land mit dem Aufschlag. 11-6 für die Osnabrückerinnen. Oh, ja, gut wiedergeholt. Ping-Pong, genau, ja. Gut wiedergeholt. Ganz stark im Block schon, Anne. Mehrere gute Blockaktionen. Und das macht sich bezahlt. Punkt für VCO. So kann es weitergehen. 12-6 und das versetzt auch unseren Hallensprecher Dennis Kurt in Ekstase. Ja, und auch da wieder der Aufschlag einen Meter zu lang. Manchmal hat man Glück und eine Spielerin steht dann doch in der Schlagrichtung und kriegt den noch irgendwie an den Oberkörper, aber der war doch deutlich im Aus. So, und wir haben die ersten Kommentare in unserem Livestream. So, ich musste erst dem Spiel folgen, bevor ich jetzt hier weiter
ansetzen konnte. Grüß dich, lieber Edgar. Schön, dass du schon mal ein bisschen was getippt hast. Gleich gehen wir auch auf deine Kommentare ein. Aktuell verfolgen wir hier den Aufschlag der Gäste hier mit so einem Zwischenschritt. Das habe ich auch selten gesehen. Ja, ein kleiner Hüpfer drin. Ja, kleiner Und Hüpfer drin. Für Rebecca drin. Müsste das Feld heute einen Meter länger sein. Der Aufschlag schon einen Meter zu lang, zwei Angriffe zu lang. Vielleicht war der Hüpfer auch eben durch die irritierenden Linien. Ja, das kann ja auch, wenn man das nicht gewohnt ist hier aus der Halle. Oder auch das könnte sein. Ist noch beim Dressurreiten aktiv. Das kann natürlich auch ein Grund sein. Aber Franzi, ich denke mal, da wirst du mir recht geben, jede Spielerin oder jeder Volleyballer, ist ja egal, ob männlich oder weiblich, hat natürlich seine eigenen Taktiken im Aufschlag. Der eine haut mehr drauf, der andere will eben den Sprungaufschlag haben und der andere macht eben eher den lockeren Ball. Und das ist so, wobei Gunnar für die Osnabrückerin auf jeden Fall immer vorsieht, den vollen Druck in den Aufschlag zu geben. Also einen lockeren Ball rüber, sieht man Gunnar regelmäßig ausrasten. Dann ist es ihm tatsächlich lieber, mal einen Ball ein Stück zu lang zu schlagen, als den locker irgendwie als Geschenk rüber zu schlagen. Man muss einfach im Volleyball immer damit rechnen, mit jedem Dankeball, der drüben ankommt, der wird einem dann im Angriff um die Ohren gefegt. So. Ja, und vor allen Dingen, man möchte ja den Gegner auch dann unter Druck setzen, genau wie du es sagst, damit dann eben der Gegner gleich spürt. Das geht ja dann von Anfang an los. Man sieht da auch so ein bisschen den Siegeswillen drin, ja, wenn man zu ängstlich agiert oder aufschlägt. Ja, ja genau, das merkt man gerade beim Aufschlag, wie viel Mut das Team hat. Jetzt hat Merit hier wunderbar den Block außen angeschlagen und der ist dann unkriegbar für Leschede. Und hat sich damit auch zum Aufschlag geschmettert. 13-10 Führung. Ja, und der war mal mutig geschlagen. Ein super Aufschlag. Ganz flach übers Netz, ist schön geflattert. Jetzt leider aus dem Hinterfeld ins Aus. Zu viel Lob für Merit. Erster Aufschlag. Ja, sie hat versucht, den auf die 1 zu bekommen. Das ist die beste Position, auf die man schlagen kann aus dem Hinterfeld. Wenn man Glück hat, trifft man da die Zuspielerin. Jetzt hier mal ein längerer Spielwechsel, auch ganz schön. Rebecca Land und jetzt Merit. Oh, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Gehen beide hin, Rebecca und Merit. Jetzt kommt die Dankeball-Situation, mal schauen. Ja, ja, und da hat der Gegner dann alle Möglichkeiten, Osnabrück auszuspielen. Ja. Von den Gästen aus Leschede. FC 47, ja, das wird das Gründungsjahr sein, schätze ich mal. Denkst du 1947? Hm? 1947? Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Volleyball gibt es erst seit Anfang 19. Jahrhundert. Meinst du die Hausnummer von der Geschäftsstelle? Also. Ja, kann mir mal bitte einer eben schreiben, wofür die 47 steht, das wäre schön. Wer weiß. Was jetzt kommt, wer das auflöst heute noch, das wäre doch schön. Beim VCO ist es etwas leichter, das ist Volleyball Club Osnabrück, die Anfangsbuchstaben. Ja, wofür steht die 47? Das ist hier die Frage. Super Angriff über die Mitte, ganz schnell. Jolina war pünktlich da und dann spielt Linda den Ball nur noch in die Hände von Jolina. Oh, da küsst der Ball die Netzkante. Das Glück ist bei den Tüchtigen oder Mutigen. Ja, Anne Löchert nimmt die Netzkante mit ins Spiel.
Und damit erstmal eine Auszeit von Leschede. Die geraten jetzt langsam unter Druck. Es steht 16-12. Und 4 Punkte im Volleyball, das ist schon immer was. Also wenn Osnabrück so das Spiel weiter runterspielt, dann oder den Satz erstmal, dann sollte das schon gut klappen. Ja, und Dennis Kurt heizt den anwesenden Zuschauern hier ein. Und ja, es sind so an die 150, würde ich mal sagen, die sich heute hier in die Halle begeben haben. Zur besten Kaffee- und Kuchenzeit. Und jetzt hat sie die Netzkante wieder mitgenommen, aber leider an der unteren Netzkante. Das erlebt man auch selten. Ja, gerade nach einer Auszeit ist natürlich ein gewisser Druck da, den Aufschlag auch gut rüberzubringen. Also man könnte sagen, das ist ein Punkt gewesen, den der Trainer von Leschede gemacht hat. Mit seiner Auszeit die Aufschlagspielerin unter Druck gesetzt und genau, hat in dem Fall funktioniert. ...17-13 und Linda Diekmann jetzt an der Aufschlaglinie. Ja, Linda schon sehr, sehr erfahren hier im Team. Ja, und spielt auch den schön Richtung 1 und in den Rücken der Zuspielerin. Der Block ist da von Julina und Rebecca. Und Linda auf jeden Fall eine Spielerin, bei der man nicht nur anatomisch zu ihr aufschauen kann, sondern auch aufgrund der Erfahrung. Ja. Absolut. Also Linda spielt, glaube ich, auch schon in Jahren 12 Jahre. Es gab ja auch kurze Unterbrechungen in Bad Lahr bei Linda. Aber schon ewig bei Gunnar im Team. Und nochmal so ein Monsterblock von Rebecca. Ja. Hat da ihre Arme schön drüber. Wir marschieren hier munter zum Satzgewinn. 6 Punkte, das ist schon ein Brett für die Gäste hier, das aufzuholen. Guter Aufschlag. Da war ein bisschen Schwung hinter. Und so, noch ein Blockpunkt. Das ist jetzt der 3. Blockpunkt, meine ich, in Folge. Also ganz stark. Noch 5 Punkte und jetzt natürlich die Auszeit von den Gästen. Trainer Jörg Alsmeier hat die Mannschaft übernommen nach einem tragischen Zwischenfall bei den Gästen. Genau, der Schicksalsschlag. Sie mussten den Verlust ihres Trainers hinnehmen und dann haben sie mit Jörg Alsmeier den neuen Mann gefunden. Und natürlich ist alles noch sehr frisch, davon muss sich eine Mannschaft auch erstmal erholen. Und auch unsere Gedanken gehen natürlich da noch an die Familie des verstorbenen Ex-Trainers. Ja, und das ist auch für die Spielerinnen, muss man sagen, echt emotional aufwühlende Situation, kann ich mir vorstellen. Man verbringt so viel Zeit zusammen in der Halle, also die meisten Mannschaften hier in der Liga trainieren 3-mal die Woche und am Wochenende jeweils ein Spiel. Ja, das Spiel jetzt gerade wurde unterbrochen, weil hier ein Ball ins Spielfeld gerollt ist und damit einmal der Ballwechsel wiederholt werden muss. Ja, man muss dann versuchen umzuschalten, das ist sicherlich schwer. Jeder, der schon mal eine nahestehende Person verloren hat, weiß, wie es ist und der ein oder andere kann sich dann besser im Sport wiederfinden und seinen Schicksalsschlag dann so zu verarbeiten. Aber wir wollen natürlich nicht so viel über die Vergangenheit reden, sondern wieder in die Gegenwart kommen. Und Linda, ja, die macht hier munter weiter. 21-13 und noch 4 Punkte trennen uns hier zum ersten Satzgewinn. So versucht sie noch den Ball zu holen, aber genau. Nur noch 3 Punkte, die uns trennen. Ja. Das ging sehr schnell. Das ist sehr stark, wenn Linda die Aufschläge hier kurz auf die 2 macht. Das
ist auch eine Spezialität von Linda, muss man sagen. Ja, und die kurzgelegten Bälle über die Mitte, die setzen uns auf der anderen Seite unter Druck. Ja, da jubeln wir erneut 23-13 und ich lege mich fest, der erste Satz muss jetzt nur noch, ja, da muss nur noch der Deckel auf den Topf und dann ist es ja, unser. Der ist entschieden, genau. Und ich war selten hier in der Halle, wo es dann so entspannt zuging wie in diesem ersten Satz. Ja, das hat der VCO ja aber auch schon in den ersten drei Spielen oder in den ersten zwei Spielen vor allem so gehabt, dass sie die ersten beiden Sätze deutlich gewonnen haben und es leider danach zu summen. Ja. Zum Knick kam. Loch kam, ne? Ja. Genau. Da ist der Faden abgerissen, 23-14 und das kann man sicherlich in der Abstiegssaison auch so ein bisschen ja, beschreiben, denn man konnte immer mal gut mitspielen, aber es fehlte dann die Konstanz. Mhm. Eine Liga tiefer sollte es dann eben besser aussehen. Ja, aber man musste natürlich auch Abgänge hinnehmen und dementsprechend musste man da ja auch erstmal sich finden. Unter anderem Judith Schlingmann. Ja, du. Ja, Inga. Und Mira, Inga Kaschade, genau. Und Mira Hesseling, ja. Genau, auch noch zwei ganz wertvolle Spielerinnen und langjährige Spielerinnen auch beim VCU. Ja, leider aber Kreuzband geschädigt, dann ausgestiegen. Mira wird natürlich versuchen, nochmal wieder Fuß zu fassen im Sport. Judith hat sich, glaube ich, jetzt aufs Mountainbike-Fahren konzentriert, die letzte Zeit. Aber es ist ja auch ein guter Sport, um dann wieder fit zu werden. 23-16. Ja, ein Sport, der ja auch dir viel Freude bereitet, Mountainbike fahren. Nochmal bitte? Auch ein Sport, der ja dir auch viel Freude bereitet. Ja, sehr viel. Aber man kommt viel durch die Gegend und wenn man das dann im Rennbetrieb noch betreibt, trifft man auch immer neue Leute und anders als beim Volleyball muss man sich individuell sehr stark kennenlernen, was man da eben ableisten kann. Ja, und so, Satzball abgewehrt. Aber da können wir gleich noch mal näher drauf eingehen, wenn wir dann eine Spielpause haben. Jetzt schauen wir erstmal den Gästen wieder beim Aufschlag zu. Ja, jetzt schwächelt die Annahme ein bisschen. Eine schöne Annahme nach vorne würde uns jetzt helfen. Und Jana kommt wieder aufs Feld. 18. Jetzt zieht es sich doch ein bisschen hin. Spielerwechsel, Linda geht. Lena Thiel. Ja, da könnte schnell die Stolperfalle kommen. Vor der Hochzeit, nach der Hochzeit. Genau. Ja, und Jana bringt direkt die sichere Annahme. Und ja, und da so haben wir den Satz. Punkt. Da haben wir den Satz. Ja, da sieht man, wie viel eine gute Annahme ausmacht. Dann hat die Zuspielerin alle Möglichkeiten. Der Block auf der anderen Seite kann sich nicht gut orientieren und der Punkt ist da, genau. Ja, da schauen wir uns noch mal eben deine Fotokunst an. Hier haben wir die Damen im Mannschaftsporträt. Schönes Bild. Ich musste es leider etwas einschneiden, damit es im 16:9 Format ist. Ja. Es ist schon so, dass die Füße mit fotografiert waren. Aber es sollte ja auch ins Bild passen. Dementsprechend auf jeden Fall ein tolles Mannschaftsfoto auf dem Heger Tor. Genau, wir haben in der Altstadt die Fotos gemacht. Ist ja so in Osnabrück, finde ich, einer der schönsten Punkte in der Stadt. Gerade vom Hegertor aus hat man eine schöne Aussicht in die Altstadt. Auf jeden Fall und gar nicht weit von hier entfernt. Ne? Man kann ja fast rüberstolpern. So, und jetzt gehen wir mal auf die ersten Kommentare hier ein für die Startaufstellung. Edgar, ist es leider zu spät. Die hattest du eingefordert, die hatten wir dann nicht verlesen. Aber das können wir ja gleich machen im zweiten Satz. Dann haben wir hier 1947 Lena, schätze ich, oder LENWLK.
Hat Lenn. Geschrieben, war die Gründung. Ja, hatte ich vermutet, die Gründung. Also, weil es ja ein Gesamtsportverein ist und kein reiner Volleyballverein. Stimmt. Wäre spannend, also ob gepasst. Es damals auch schon eine Volleyballmannschaft dann, oder wann die erste Volleyballmannschaft entstanden ist. Ja, und wer war das? Das wäre auch. Also, wer weiß, wer die erste Volleyballmannschaft, die erste eingetragene Volleyballmannschaft war. Auflösung von unserer Seite gibt es spätestens beim nächsten Heimspiel. Braucht ein bisschen Zeit, ja. Das zu überprüfen, genau. So, wir schauen noch mal hier in die Webcam. Franzi Detmar neben mir grüßt euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier heute zum Spiel VCO gegen Leschede 47. Ne? FC 47. FC 47 Leschede, genau. Ja, Leschede, genau. Sage ich. Heißt es Leschede? Leschede. Da, ja, jetzt. Auch da. Ja, das wird schwer jetzt über den schwer, Kommentar. Das, genau. Aber wir müssen euch ja irgendwie animieren zum Schreiben und wir geben jetzt wieder ab in die Halle. Die Mädels schlagen sich hier munter ab. Ja, da wäre dann halt schön, Franzi, das denke ich so manches Mal, so ein Team hinter dem Team. Wir machen ja viel selbst, das Scoreboard, also wir haben eben keine Maskenbildner, kein Regiewagen. Wir haben es ja letzte Saison mal etwas größer aufgezogen, zusammen mit Kai. Aber auch aufgrund der Krise gerade ist alles etwas schwieriger und Kai kann vor allen Dingen wieder musikalisch aktiv werden. Das war ja bei unter Corona-Zeiten etwas schwieriger. Ja. Und dann kollidieren die Termine natürlich, aber wenn du irgendwie den Stream schauen solltest, lieber Kai, schöne Grüße hier aus der Halle. Und egal auf welcher Bühne du heute Abend stehst, heiz den Leuten ordentlich ein. Ja, denn vielleicht könnte man das auch mal verbinden. Kai könnte ja auch mal in der Schossballhalle einen Auftritt machen, ja, oder? Ja, ich würde noch mal ein paar Zuschauer in die Halle zum Beispiel holen. Also Kai, der Aufruf an dich. Ne? Aber heiz den Leuten ein. Man munkelt, es könnte kalt werden im Winter, so wie die Duschen ja auch anscheinend kalt sind. Ist ja eine städtische Halle. Es gibt doch nur eine warme Dusche noch. Das macht dann aber auch irgendwie keinen Sinn. Ja, da müssen alle nacheinander duschen. Der Wasserverbrauch ist, glaube ich, gleich. Ich weiß es nicht. Ich bin da auch kein Kenner und kein Klempner, sondern ich kommentiere hier das Volleyballspiel. Und dementsprechend, ja, 1:0. Merit Dresing hat, glaube ich, den ersten Punkt besorgt. Genau. Und direkt auch noch, na, kein Ass. Der war wohl wieder leicht im Aus. Und damit 1:1. Ja, genau. Und auf dem Feld stehen Rebecca Land, Nadine Quapil, Jana Kruska, Merit Dresing, Anne. Ja, da müsstest du mir mit den Nachnamen helfen. Weißt du den von Anne? Und Linda Diekmann. Anne Löchert und Linda, ja. Diekmann. Ja, neues Gesicht. Also ist schon eingestiegen in der letzten Saison, Anne Löchert, meine ich. Genau. Nach und dem Kreuzband der Verletzung von Judith. Und hat sich hier ins Team gespielt. Nicht mehr wegzudenken jetzt. Am Block vorbei ins Aus von Leschede. Ja, hier geht's munter weiter. Merit Dresing mit dem nächsten Aufschlag. Die Rückennummer 7. Ja, und Gunnar wird das gefallen, was er sieht. Erster Satzgewinn. Und da leicht ins Seiten aus. Gunnar hat ihr die Richtung aber auch angezeigt. Er zeigt uns oder den Spielerinnen ja immer, in welche Richtung wir den Aufschlag bringen sollen. Das hat Merit grundsätzlich erfüllt, aber ein bisschen zu weit nach rechts ins Aus. Gunnar ist schuld. Ja, vielleicht nicht deutlich angezeigt. Und jetzt ein Hinterfeldangriff. Ja. Durch den Block. Super. Der Block war nicht zu von Leschede. Das nutzt Rebecca direkt. Das kann Linda wohl zuspielen, aber Rebecca kann es dann vollenden. Das hat man schon häufiger in der Form so gesehen. Ja, da war Anne etwas zu spät in der Abwehr hinterm Ball und dann springt er ihr weg. Damit ist Osnabrück jetzt wieder in der Annahme.
ja, schon einige Aufschlagfehler heute dabei. Hoffen wir mal, dass Linda die Serie beendet und den Druck voll ins Feld bringt. Schöne Abwehr von Merit. Und ein Dankeball, daraus müssen wir was machen. Super Pass. Ja. Schön den Block außen angeschlagen nach einem ganz tollen Pass von Linda. Ja, man merkt an deiner Aussprache, dass du noch voll dabei bist. Du hast ja vorhin schon gesagt, es ist wie eine Familie. Und das spürt man hier auch. Volleyball gemeinsam erleben. Steht ja auch an der Hallenwand. Genau, das ist das Motto von allen. Ja, und das wird auch unter anderem mitgetragen, zum Beispiel von Peter Vorberg, der sich um die Pressetexte hier kümmert. Ja, der schreibt immer ganz tolle Artikel für uns, die auf Facebook oft zu lesen sind. Ja, Interviews, ich habe hier gerade mal was auf, da können wir kurz mal drauf eingehen. Unter anderem war jetzt Stefanie Baker im Interview. Wir haben Bock und wollen richtig guten Volleyball bieten. Ja, und das sieht auch gerade danach aus. Und natürlich möchte man vielleicht diesen kleinen Ausrutscherabstieg ja, so schnell wie möglich wieder ausmerzen. Das wird sich dann zeigen, ob das möglich ist. Da gehört sicherlich nicht nur guter Volleyball zu. Ich sage immer, da muss das Umfeld mitwachsen. Das ist auch alles gerade nicht ganz so einfach in der jetzigen Phase. Genau, da müssen sicherlich die Sponsoren stimmen. Da muss auch, müssen die Gegebenheiten hier in der Halle passen. Zu welchen Zeiten man trainieren kann. Oft ist ja auch hier die Problematik, ob man in den Sommerferien trainieren kann oder nicht. Ja, da gehört ein ganz schöner Energieaufwand, sowohl von den Spielerinnen als auch von dem drum zu. So ist es. Eine Netzberührung von Leschede. Ja, aber das Stefanie, die schaut noch zu von außen. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte noch keine Einsatzzeit heute. Hat aber, glaube ich, in den ersten beiden Spielen in der Startsechs gestanden und da genau ganz gut aufgetrumpft, vor allem im Block. Hat die ihre Hände immer gut überm Netz. Ja, das ist ja wichtig, dass alle Spielerinnen zum Einsatz kommen, um auch die Laune hochzuhalten. Man muss das immer mal wieder betonen. In der Regionalliga Volleyball oder auch in einer dritten und zweiten Liga gibt es für die Spielerinnen oft nicht mal eine Aufwandsentschädigung für das, was sie tun. Und da muss man als Trainer schon versuchen, die Damen zu belohnen. Denn das sind ja schon Fahrten, die man da in den Kauf nimmt. Genau, und da möchte am liebsten natürlich jeder seine Fähigkeiten aufs Feld bringen. Jetzt haben wir hier gerade einen wiederholten Ball gesehen. Jana hatte eigentlich den Block so angelegt, dass der Ball ins Aus an die Antenne gegangen wäre. Die Schiedsrichterin hat das aber nicht ganz gesehen und hat dann Wiederholung gepfiffen. Aber jetzt haben wir den Punkt im Wiederholungsball gemacht. Also alles gut. 9:3. Und ich schaue mal, ob wir neue Kommentare da haben. Jo. Heieieiei. Also, da würden mir jetzt drei Antworten zu einfallen. Ich muss jetzt noch überlegen, A, B oder C. Ja. Also, Bewerbungsgespräch wird im Anschluss nicht anliegen, Eddie. Nee, aber man sieht sich ja sonst häufig in der Halle nur in Sportklamotten. Also ist es heute vielleicht wirklich für den einen oder anderen ein ungewohnter Anblick, mich in Jeans und Bluse zu sehen. Ja, es ist wohlgemerkt eine Bluse, kein Hemd. Da kann man sich als Mann schnell die Finger oder die Lippen verbrennen. Ja, und ich könnte es jetzt auch mal so auflösen, dass du wusstest, dass wir heute eine Kopfaufnahme auch haben hier mit einer Webcam. Auch das dachte ich mir. Ja, dachtest du ja auch, der Pyjama bleibt zu Hause. Ne? Ja, und, genau. Ja, es gibt ja so mein Bewerbungsgespräch vielleicht hier öfter als Kommentatorin an deiner Seite zu stehen. Mal schauen. Zu sitzen, wir sitzen ja, hier. Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und wir hatten auch letzte Saison einmal einen kurzen Talk, den ich auch super fand. Also das war, wo du dich dann entschieden hattest, kürzer zu treten und ja, das war ja, auch daran alles erinnere ich mich flüssig. Auch noch und genau, ich finde das einfach so toll, dass du unseren Sport hier irgendwie ins Publikum bringst und diese Online-Möglichkeit zur Verfügung stellst und uns damit so unterstützt,
Dementsprechend bin ich auch gerne hier. Ja, es gibt wieder eine deutliche Führung für den VCO, 10-5. Also jetzt gilt es einfach wirklich, diese Konstanz zu halten. Ja, erstmal danke, dass du gerade das so erwähnt hast. Persönlich mache ich das natürlich sehr, sehr gerne, weil ich absolut sportverrückt bin in sämtlichen Bereichen eigentlich, vom Reitsport sogar im Sommer. Ich bewundere immer das, was ich selbst nicht ganz so gut beherrsche. Mhm. Also auch so Handball oder so Fußball konnte ich ganz gut. Hast du denn auch schon mal Volleyball gespielt? Das würde mich ja mal interessieren. Ich habe ja übrigens eine Clique, da sind ja nur Volleyballer drin. Vom TuS Aschenstrang und dementsprechend Sven Karhofer unter anderem spielt in Schüttorf, zweite Liga. Ja, und wenn, dann gehe ich höchstens mal auf den Beachplatz. Da kann man die Sonnenbrille einfach besser austragen. Ja. Aber das mache ich sehr gerne. Aber ich habe es ja vorhin schon auch erwähnt. Ich hatte auch gedacht, die eine Krise haben wir fast hinter uns. Da schlägt die nächste ein. Dementsprechend auch da sind dann Förderer weggebrochen. Und es sind dann auch nicht immer so die Möglichkeiten da. Man muss halt sehen, wo man bleibt. Aber das ist kein Jammern. Das Päckchen tragen im Moment ganz viele. Und da müssen wir irgendwie durch. Aber ich habe heute gesagt, Gunnar, ich habe Zeit. Ich komme und möchte euch supporten. Und hoffe, dass es auch nicht das letzte Mal heute ist, sondern dass wir auch ja, im Dezember noch Licht hier in der Halle haben. Das, ja, auch das hoffe ich. Aber genau, an der Stelle also ein riesengroßes Dankeschön an dich, dass du das den Zuschauern so nahe bringst. Ja, da haben wir die Kommentare. Wir gehen mal kurz drauf ein. Wir können das wunderbar einblenden hier. Ich hoffe, Edgar, du hast nichts dagegen. Franzi, hast du im Anschluss noch ein Bewerbungsgespräch? Sieht richtig elegant aus. Kann ich bestätigen. Und dann haben wir die Luisa. Die schreibt, kann der Punktestand wieder eingeblendet werden? Und ja, der müsste eigentlich wieder drin sein, Luisa. Aber danke für den Hinweis. Ja, gerade 8-10. Also Leschede am Aufschlag. VCO noch in Führung. Gut geholt, die Hand mit der linken Hand hier, Lena Thiel. Und da waren wir dann, Nadine Quapi machtlos. Ja, da waren wir dreimal in der Abwehrsituation und haben den Ball nicht ganz unter Kontrolle gebracht. Während Lesche da ordentlich Druck gemacht hat. Also, vorhin stand es noch 5-10, jetzt steht es 9-10 für Leschede, für Osnabrück noch. Aber Leschede hier kräftig am Punkten. Da kommt die Annahme nicht richtig und Lena versucht den dann auch wieder aus dem Netz rauszubaggern, aber kommt nicht ganz drunter. Das ist auch eine schwierige Aufgabe als Zuspielerin. Man hat weite Laufwege, muss schnell abstoppen können. Ja, die Gäste jetzt besser im Spiel. Aber wir lassen vielleicht auch etwas nach. Oh, der war gut geschlagen. Ja, Rebecca übernimmt das Zuspiel für den Hinterfeldangriff. Ah, den hätte man noch weiterspielen können, aber der kam aus dem Rücken. Das konnte Nadine nicht sehen. Super Angriff da direkt von Leschede. Jetzt haben sie so viel Druck gemacht, dass sie in Führung gehen mit 11-10. Und jetzt gibt es einen kurzen Libera-Wechsel bei Osnabrück. Nadine geht einmal kurz raus und Jules aus der zweiten Damen hilft heute aus, da Julia Bartholomäus krankheitsbedingt heute nicht dabei ist. Super Angriff von Merit, der geht sogar an die Decke. Da war ordentlich Wumms hinter. Elf zu elf. Und Jolina ist am Aufschlag. Ja, Jolina mit der Nummer 16. Auch noch eine ganz junge Spielerin. Genau. Die jüngste sogar, ne? Im Kader. Ja, ja na, das könnte passen. Oder Lotte. Ah. Ich meine Jolina. Inzwischen sollten aber alle volljährig sein, meine ich. Ja, doch, das ist der Fall.
Während bei Leschede, wie gesagt, die Libera, meine ich, ist 16 Jahre alt und die 1, die Mittelblockerin, ist erst 15 Jahre alt, hat auch schon in der U17-Nationalmannschaft gespielt. Ist auch schon, glaube ich, zweimal MVP geworden, also die bringt ordentlich was mit. Steht, glaube ich, gerade nicht auf dem Feld. Ja, wer noch Infos hat oder wenn wir mal nicht richtig liegen sollten, korrigiert uns gerne. Dafür ist ja das Kommentarfeld da und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir machen das hier alle so ein bisschen als Hobby und nicht hauptberuflich und da kann man dann auch schon mal auf der falschen Fährte laufen. Ha! Die Gäste hier mit dem nächsten Punkt, 13 zu 12. Und das ist ein ärgerlicher Ball, das ist eigentlich wie ein Elfmeter im Volleyball, wenn der Ball da direkt auf die Netzkante fällt und genau. Anna hat sich bestimmt vorgenommen, den da richtig reinzuhauen und ja, manchmal passt es dann nicht. Dann springt man vielleicht mal ein bisschen anders ab und trifft den Ball nicht ganz richtig. Der ist ohne Blockberührung im Aus. Ja, die Tiermaschinen, die Maschinen, die sind so langsam so ein bisschen eingerostet gerade. Jetzt müssen sie. Ja, jetzt könnte auch mal wieder ein bisschen Unterstützung vom Publikum da sein und dann klappt das wieder. Ja, da klappt er. Jetzt Fehler genutzt. Hat sie es wieder gut gemacht und den genau auf der Netzkante genutzt. Merit Dresing darf erneut von der Aufschlaglinie. Ja, und Merit könnte jetzt auch mal eine kleine Serie starten, eine kleine Aufschlagserie. Das kann Merit auf jeden Fall. Hat sie uns auch schon in der letzten Saison so manchen Sieg noch gerettet. Hätten wir jetzt nichts gegen. Schön rausgespielt von Lena, einen weiten Weg genommen. Und da pfeift die Schiedsrichterin tatsächlich eine Netzführung von Leschede. Ich glaube, dass da die Osnabrückerinnen im Netz waren, aber manchmal hat man eben auch Glück. Ich glaube, es gab sogar eine gelbe Karte hier, weil die Leschede-Spielerinnen sich beschwert haben. Und das muss man wissen im Volleyball, wenn man sich beschwert, dann gibt es schnell eine gelbe Karte, sogar bis hin zur roten Karte. Das geht schneller als in anderen Sportarten, im Fußball oder so. Da ist Volleyball eine sehr faire Sportart. Ja, Volleyball, man hat halt nicht den direkten Kontakt, wo dann vielleicht die Gemüter nicht ganz so schnell erhitzen. Das ist ja, wenn man dann 1:1 voreinander steht, immer mit Körperberührung ist das dann, glaube ich, nochmal. Siehe beim Eishockey, hohes Tempo, da kommt es dann ja schon mal zu der einen oder anderen Rauferei. Da fliegt schon mal der ein oder andere Zahn durch die Eishalle. Ja, da bin ich ganz froh, dass das beim Volleyball nicht unbedingt der Fall ist. Schön wiedergeholt. Die soziale Komponente gefällt mir bei dem Sport auch sehr gut. So ist es nicht. 15 zu 14. 15 zu 15. Und trotzdem kann man auch sagen, die Volleyballregeln sind zum Teil auch sehr eng gezurrt. Man darf sich zum Beispiel nicht zum Gegner hinfreuen. Also wenn man einen Punkt macht, darf man seine Freude nicht dem Gegner ausdrücken. Weil es als Unsportlichkeit gewertet wird. Genau, sondern muss sich zum eigenen Team hinwenden. Das ist immer schön, wenn dieses Insiderwissen von einer ehemaligen Spielerin kommt und ich freue mich besonders bei dir darüber, dass du auch den Schritt mal in die zweite Liga gewagt hast. Ja. Und ich mag immer das nicht, wenn, also was heißt, es muss ja jeder selber wissen, aber ich finde es immer gut, wenn Leute sich ausreizen. Ja? Was ist möglich in ihrer sportlichen Laufbahn? Weil wenn du irgendwann älter bist, dann kannst du die Zeit nicht zurückdrehen und sagen, hätte ich mal, sondern du hast es wirklich versucht und konntest auch menschlich dadurch nochmal vielleicht einen Schritt nach vorne machen. Also ja, im positiven Sinne. Das war auf jeden Fall eine super Erfahrung. Ein Jahr war das in Bad La. Genau, und wie gesagt, die meisten hier, für die auch die jetzt auf dem Feld stehen, hat Volleyball eine ganz große Bedeutung. Jeder verbindet da
bestimmte Träume mit. Und genau, mein Traum war auch einmal, genau, möglichst hoch zu spielen. Und das konnte ich mir genau in Bad Lahr erfüllen. Da bin ich auch ganz dankbar für. Ja, war eine sehr lehrreiche Zeit. Auf jeden Fall, denn in der zweiten Liga wird noch mal ein bisschen fester und schneller geschlagen. Und schneller gespielt auch. Also auch das Zuspiel ist wesentlich schneller. Man muss sich im Block schneller positionieren. Das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Da ist auch noch mal ein Schritt dann, oder noch mal ein deutlicher Unterschied zur zweiten Liga, zur dritten Liga zu sehen. Ja, wäre schön, wenn auch Osnabrück sich den Traum nach und nach Schritt für Schritt erfüllen kann und auch nochmal hier höherklassiger Volleyball zu sehen ist. Ich bleibe dabei, Osnabrück in der Stadtmitte braucht zweite Liga im Volleyball, ob Herren oder Damen. Aber es ist natürlich ein langer Weg und wir haben auch andere Sportarten, die selbiges wollen oder auch schon machen, wie die Gero Life Panthers oder BBC. Und ja, das ist, da muss, wie gesagt, einiges wachsen, der Sponsorenkreis, das Umfeld und vielleicht auch die Stadt selbst muss sportverrückt sein, um das zu tragen. Aber wir haben hier direkt die Uni nebenan, dementsprechend halte ich für sowas nicht für unmöglich. Ja, ich glaube auch einmal vom VCO aus der Jugend kommen Spielerinnen, die das Potenzial mitbringen. Es kommen immer wieder neue Studentinnen nach Osnabrück, die sich hier ins Team integrieren könnten und auch können. Also auch unter den jetzigen Spielerinnen sind einige Studentinnen dabei. Genau, aber es ist ein langer Weg. Also, ja, und du brauchst im Kreis auch 100%ige Identifikation. Nicht nur von Trainern, sondern auch von einem Hallensprecher, von Medienarbeitern. Ja, Trainer, ne? Gunnar, der ist ja nun schon gefühlt 30 Jahre hier im Verein. Jetzt haben wir es gleich wieder, da gab es doch kein Volleyball. Da gab es schon Volleyball. Ja, Gunnar ist ja auch schon ein Urgestein. Also, ja. Ich weiß auch, dass er damals in der Oberliga, als ich vor 11, 12 Jahren angefangen hat beim OTB damals noch. Der VCO ist ja ein Zusammenschluss aus dem OTB und dem, wie heißt der, SC Dodesheide heißt, genau, der andere, genau. Sportclub. Ja, von der Oberliga in die Regionalliga und jetzt zuletzt, letzte Saison sogar in die dritte Liga. Also ein langer Weg, aber er ist machbar. Also mal schauen, was die nächsten Jahre mitbringen in Osnabrück. So, super Block von Leschede, die hatten die Arme richtig weit oben. Rebecca Land und die Gäste kämpfen hier nochmal, bemühen sich um den Anschluss. Und Jana mit dem Chipper. Ja, genau. Wunderbar. Ja, liebe Grüße, da ist er, habe ich ihr vorhin angesprochen, Kai. Ach. Ja, dann hoffe ich mal, dass er uns gehört hat und unsere Aufforderung. Ja, und vor allen Dingen, dass er, ja, welche Bühne er auch immer heute Abend besingt, dass er dem Publikum ordentlich einheizt oder dem Brautpaar, was auch immer. Wer mal gute Musik benötigt, der sollte sich schleunigst bei Kai Lünnemann melden. Aber auch nicht nur das, sondern Kai ist auch kreativ in vielen anderen Dingen, Foto, Video. Und wer da Unterstützung oder Rat braucht oder Hilfe oder Aufträge zu vergeben hat, sollte sich dann einfach mal bei Exklusiv Konzepts melden. Genau, und wer guten Volleyball sehen will, der sollte entweder noch schnell hier den Stream einschalten oder persönlich in die Halle kommen. Genau. Lena Thiel. Leider Aufschlag ins Netz. Ja, und jetzt wird es doch auch wieder knapp.
18:22. Und jetzt hat die Anzeigetafel einen Hüpfer. Am Aufschlag, ja. Aber Dennis Kurt hat alles im Griff. 22:18 und die Gäste im Aufschlag. Annahme Merit Dresing und Rebecca Land. Schlägt den Block an, der Ball dann in einer anderen Flugbahn und nicht mehr zu verarbeiten. Für die Damen aus Leschede. Und jetzt Maria am Aufschlag. Maria Bütter, richtig? Genau. Ein schöner Rund, Aufschlag, schöner der fällt Aufschlag. Schön runter. Und ein Dankeball. Ja, und jetzt habe ich auch das Gefühl, dass die Dynamik wieder da ist. Obwohl wir hier dann nochmal... Nee, Satzball, 24:18. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, war der ins Netz gegriffen? Ich glaube, der ist an die Antenne gegangen. Ja. Und damit ins Aus. Oh, der war aber... Da könnte man schon fast von Handball sprechen. Ja. Ja, gelegt oder geworfen. Auf jeden Fall war er im Feld von den Osnabrückerinnen und ist damit ein Punkt für Lesche. Die Schiedsrichterin hat das wohl noch als einen gültigen Angriff gesehen. 5 Satzbälle. Ja, aber man sieht, die Osnabrückerinnen, die kämpfen bis zum Schluss. Also da fällt kein Ball einfach so auf den Boden. Da schmeißt sich jeder noch hinterher. Hat jetzt nicht ganz gereicht, aber der nächste Punkt sollte dann... Der soll sein. Auf Seiten von VCU sein. 24:20. So, und die Halle steht hier. Schöner Aufschlag, muss man auch anerkennen. Auch wenn meine Brille so einen leichten blauen Farbstich hat. Ja, da war der Pass leider ein bisschen nah am Netz und es bleibt dann spannend. Rutscht der Merit über die Finger. Ja, Jana kommt wieder aufs Feld. Ich denke, die soll ein bisschen Stabilität wieder in der Annahme reinbringen. Wie auch schon zum Ende des ersten Satzes. Und auch Linda ist wieder auf dem Feld. Oh, und da ist er, der Satz Nummer 2. Der Ball fällt ins Aus. 25:21, 2:0 Satzführung hier für unsere Damen. Und ich gebe mal kurz ab in die Werbung. Denn ohne die geht es auch nicht. So, da sind wir auch wieder zurück in der Halle. Jetzt kommt der spannende Part, würde ich sagen. Wie schon vorhin erzählt, in den letzten beiden Spielen gab es auch eine 2:0-Satzführung für den VCO. Ja, du hattest es erwähnt. Jetzt kommt diese Knackstelle, der Knackpunkt, ob die Damen des VCO das hier so souverän durchziehen wie bisher. Genau, aber Chris, die Mittelblockerin vom VCO, die heute leider nicht mitspielen kann, weil die ihr Handgelenk verstaucht hat, die war vor dem Spiel noch kurz hier oben bei uns und hat uns erzählt, dass die sich im Training wohl darauf vorbereitet haben, hier die Konstanz zu halten und unter Druck spielen zu können. Da wurde wohl ein Punktesystem entwickelt, mit dem Gunnar gearbeitet hat im Training. Genaueres wollte sie uns da nicht verraten, aber anscheinend... ist die Mannschaft auf die Situation vorbereitet? Ja, wir haben den nächsten Kommentar. Wie soll es auch anders sein, Edgar? Thorsten, wann kommt Spontent auf dich zu? Beziehungsweise, wann gibt es eine Kooperation zu You Got This? Ich kenne You Got This nicht.
Oder was ist denn spontan? Ja, vielleicht muss er uns das noch erzählen. Vielleicht brauchen wir da noch eine genaue Erklärung. So, und da haben wir die lieben Grüße. Liebe Grüße natürlich zurück. Und Monsterblock, ja, das müssen wir natürlich einblenden, denn der Monsterblock ist dafür... Davon waren einige dabei, also ein sehr berechtigter Kommentar. Ja, die digitale Anzeige muss angepasst werden. Vielleicht hatte ich einen Zahlendreher drin oder halt eben die Mannschaften nicht auf der richtigen Seite. Das ja, kann und auch hier in der Halle gab es zwischendurch technische Fehler. Da war die Anzeige auch nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Und dann haben wir, spielt Linda noch Badminton? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass Kai noch Badminton spielt. Also ich glaube, dass Linda das weiter noch macht. Ja. Ich glaube, das ist so ihre zweite Leidenschaft geworden. Und gute Besserung an Chris, die heute ausfällt mit einer Handgelenksverletzung. Weiß ich, hat sie dir gesagt, leicht entzündet? Ja, ist irgendwie stark angeschwollen gewesen und eine Entzündung im Handgelenk. Was genau da jetzt passiert ist, genau, konnte sie nicht erzählen. Ich glaube, das weiß sie selber nicht, von einem auf den anderen Tag. So, ich glaube, sie wäre gerne dabei gewesen heute. Auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man jetzt zuschaut, hier 2-0, ganz ehrlich, wer wäre da nicht gerne bei? Aber jetzt haben wir natürlich die Phase, die uns ein bisschen ins Fürchten bringt. Aber 1-0 Führung für den VCO. Ja, warum bringt uns diese Phase ins Fürchten? Warum haben wir erhöhten Blutdruck? Weil du schon gesagt hast, oder die ersten Spiele. Ja, da haperte es dann erst nach dem zweiten Satz, gut gespielten Satz. Und da ist dann der Faden abgerissen und Rebecca Land soll jetzt dafür sorgen, dass es nicht so ist. Oh, was haben wir da? Den Punkt für Leschede. Da wird, okay. Da war wohl eine Spielerin auf der anderen Feldseite mit ihrer Hand. Ja, die Annahme springt zu weit weg. Rebecca läuft noch mit, aber kann die den Ball nicht mehr retten. Tobias Moos da auf der Coachingbank beim VCO als Co-Trainer immer ganz wertvoll. Der analysiert das Spiel immer vom Spielfeldrand, gibt in den Auszeiten noch mal kleine Tipps an einzelne Spielerinnen. So, und da hatte Lesche da anscheinend keine Lust mehr weiter zu spielen. 2-2 und Merit Dresing darf von der Aufschlaglinie ran. Ja, und wenn Merit weiter solche Aufschläge parat hat, dann dürften die Locken von Gunnar Kraus weiter in Form bleiben. Da muss er sich nicht die Haare raufen, ja. Das macht er sonst oft. Und ja, gerne, glaube ich nicht. 3-2. Wobei die Locken auch etwas grauer geworden sind, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich möchte keinen dicken Mund haben als bekanntlich Käppiträger. Aber das habe ich auch schon mit mehr Haaren gemacht. So, da haben wir den nächsten Punkt. Und es läuft hier gerade wie am Schnürchen. 4-2. Merit darf erneut von der Aufschlaglinie und weiter mit Druck. Schub VCO. So darf es weitergehen. Ja, ein schöner kurzer Aufschlag auf die Mittelblockerin. Hat sie da ein bisschen rausgenommen aus dem Spiel. Ah. Und da fällt er rein. Genau die Zone, in der sich jetzt die Verantwortlichkeit von Jana und Rebecca überschnitten hätte. Und ja, leider hat sich jetzt niemand verantwortlich gefühlt für diesen gepritscht gelegten Ball. Ja, aus der Annahme hätte man vielleicht noch was machen können, aber auch da fühlt sich niemand zuständig. Jetzt gilt es, sich nochmal neu abzusprechen und dann hier ein bisschen einen Puffer einzuholen. 4-4 steht es aktuell.
Ja, da wurde Meritz Hinterfeld-Angriff geblockt. 5:4. Ja, und wenn euch der Stream gefällt, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Ich sehe, bisher haben wir nur 3 Stück. Das ist ein bisschen mager. Ja? Das ist ja wie die Punkteausbeute der Gäste. Bisschen wenig. Mann. Ja, wir haben ja natürlich hier keine 8 Perspektivenkamera am Start, aber so schlecht moderieren wir doch auch nicht. Dementsprechend gebt euch einen Ruck, lasst einen Daumen nach oben da. Der kauft auch keine Waschmaschine oder so durch. Das ist einfach nur eine Gefälligkeit. Ja, und wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt doch auch einfach mal rein, warum. Ne? Ja, was also können wir besser machen? Was können wir besser machen, ja. Ansonsten am Outfit ein Like. Von Franzi kann es nicht liegen, aber das können sie auch alle nicht sehen oder doch. Aber du hast die Cappy und Pulli auch aufeinander abgestimmt. Also finste. Liegt es an unseren Outfits? Ja, gut, dass man die Hose jetzt nicht sieht, in knallgelb. Ja, aber hier war mal ein Trainer, der hatte eine Knall. Ja, ich erinnere mich. An so eine Pyjama-Hose hatte Mensch, der an. Wer war das denn noch? Ich habe also das Knie klein noch raus. Ja, ein ganz die verrückter. Die Hose ist ja gefürchtet in der dritten Liga. Also das hat was mit Aberglaube zu tun. So, wir geben wieder zurück aufs Feld. Und die Gäste führen hier mit 6:4. Ah, das ist das Zuspiel etwas missglückt, aber der Ball kam Gott sei Dank rüber und dann machen die Gäste den Fehler. Hermann Lenz, die Heide brennt. Ja, Dennis Kurt, es gibt fast nichts, was er da nicht auf der Festplatte oder archiviert hat. Also. Ja, das ist auch ein absoluter Gewinn, dass Dennis hier in der Halle die Musik macht, die Moderation macht, damit auch die Leute hier in der Halle genau ein bisschen Unterhaltung neben dem Volleyballsport nachbekommen. Ja, und das wird jetzt abgepfiffen. Der Ball ist zwar rübergekommen, aber Julina hat den sehr unsauber gepritscht. Und auch da gibt es technische Regeln im Volleyball. Die Technik muss passen beim Pritschen. Und wenn der Ball da unsauber gespielt ist, dann wird auch sowas als Fehler rausgenommen. Oh, wir haben ja eine 7:5 Führung für die Gäste. Und jetzt haben wir diesen Bereich erreicht, wo es darum geht, weiter mit Druck aufzuschlagen, mutig zu bleiben, die Konzentration hochzuhalten. So, und jetzt kommt die komplett getapte Lotte Preußer. Und das mit 19 Jahren, Mensch, ja, da zwickt der Oberschenkel auch schon mal. Ja. Aber, so ein, aber Lotte bringt Mut mit und die bringt ordentlich Wumms im Angriff mit. Auf eine gute jeden Höhe, Fall, auf jeden Fall. Sprungkraft, also. Aber lass uns kurz aufs Tape eingehen. Mhm. Du selbst auch schon benutzt wahrscheinlich. Selten tatsächlich. Das Kinesio-Tape, Aberglaube oder bringt es dir was? Das kann ich tatsächlich schwer bewerten. Ich muss sagen, ich bin durch meine Volleyball-Karriere, wenn man es so nennen kann, ohne Verletzung ohne wesentliche Verletzung durchgekommen. Ich glaube, einmal hatte ich ein Bänderriss. Ansonsten brauchte ich tatsächlich auch nie Tape. Ich glaube aber, dass es den Spielerinnen wirklich hilft und eigentlich ist es auch egal. Ob es am Ende der Kopf ist oder wirklich physiologisch. Hauptsache Lotte bringt jetzt hier ihre Leistung aufs Feld. Hat er gesagt, die freche Linda hat zugeschlagen. Ja, wir haben die nächsten Kommentare, da müssten wir dann gleich mal drauf eingehen. Edgar ist auf jeden Fall weiter munter dabei, also bitte nicht nur, es dürfen nur, also nicht nur die Leute, die Edgar heißen, schreiben, sondern auch Waltraud, Gisela und Mechtelt. Ja, von daher. Aber ich habe das letztens schon mal gesagt. Ganz ehrlich, wenn du vor deinem 32-Zoll-Fernseher liegst zu Hause, die Hände unter der Decke, ja, hast ja nicht unbedingt eine Tastatur auf dem Schoß, ne? Weil du kannst ja auch über den Fernseher gucken vom Sofa. Und dann willst du halt auch nicht schreiben. Also auch alles gut. So 9:7 für die Damen aus Leschede. So, ein Meritz Angriff. Ich habe den drin gesehen, aber die Schiedsrichterin gibt den aus. Da beschweren sich auch die Osnabrückerinnen. Aber ja, das gleicht sich am Ende des Spiels meistens aus, ob da ein paar Schiedsrichterentscheidungen für die eine oder die andere Seite gefällt werden. 3-Punkte-Führung. Für die in Froschgrün spielenden Damen aus Leschede.
Ja, und auch mit diesem Haargummi, also auch ein froschgrünes Haargummi bei allen Spielerinnen, finde ich auch spannend. Das habe ich bisher noch nie gesehen. Die Osnabrückerinnen haben ja mal ihre VCO-Socken an. Auch das vielleicht ein bisschen Aberglaube. Wenn man die nicht anhat, dann gibt es da auch ordentlich Ärger vom Team. Ich würde das Haarband ja direkt kaufen im Fanshop, aber was soll ich damit? Ja, kann ich mir höchstens die Kappe dran heften. Ja. So, gute Gelegenheit gerade, hier auf die Kommentare einzugehen. Spontent ist der Online-Streamer, der die erste Bundesliga-Herren-Volleyball kostenlos streamt. Also, you got this. Ein Daumen hoch für den Emoji. Ja, bin ich halt schon zu alt für, um das zu verstehen. Nein, danke schön. Das ist ja, glaube ich, ein Kompliment. Ich denke auch, das ist auf jeden Fall ein Kompliment an dich und die Übertragung hier, die du den Zuschauern bietest. So. Oh, jetzt eine meiner Lieblingsspielerinnen, aber nicht mehr aktiv, damals Alina Krebs. Auch schön, dass sie eingeschaltet hat. Ja, wir machen das super. Das absolut, hören wir natürlich viele Grüße gerne an Alina. Ja. Ja. Jetzt beginnt es hier in der Halle sehr kritisch zu werden für Osnabrück wieder. Es ist nämlich genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben. 12-7 Führung im Moment für Leschede. Und Osnabrück kommt da nicht ganz druckvoll durch. Also und er ist im Aus. Die Führung wird somit weiter ausgebaut hier bei den. Und da handelt Gunnar auch gleich. Stefanie Bäcker darf wieder die Jacke überziehen und dafür kommt Jana. Ja, in so einer Phase ist es einfach wichtig, dass ein Team auf dem Feld steht, die schon ja, lange zusammenspielen, die eine Konstanz vielleicht haben. Und ja, da verlässt sich Gunnar dann in dem Moment vielleicht auf Jana. Ja, und das sind ja Entwicklungsprozesse, die da mit einer Spielerin stattfinden. Und das, da kann man ja nur durchwachsen, wenn dann mal was nicht so funktioniert. Und Jana bringt hier direkt den Punkt. Also bei Jana kann ich mir gut vorstellen, dass sie von außen das Spiel beobachtet hat, gesehen hat, in der Mitte, auf der 6, auf der kurzen, ist da ein Loch und nutzt das hier mit einem kurzen Beatschlag. Auch bei den Lesche dann keine. Fühlt sich niemand verantwortlich, schon zum zweiten Mal jetzt. Der war aber sowas von drin. Und wir verkürzen 9-13. Und jetzt dürfte es Jolina sein, die da hinten an der Aufschlaglinie steht. Und da gab es auch gerade schon die Anregung, man bräuchte noch eine weitere Kamera. Ja, das denke ich auch. Dann bräuchten wir auch noch einen Kameramann. Das hatten wir auch alle schon. Aber das große Geschirr kann man Wahnsinn nicht Woche für Woche auffahren. Dafür fehlt gerade auch das Budget. Und manchmal ist das kleine, authentische der Liga-Zugehörigkeit auch angepasst. Ja. Auch sehr charmant. Das stimmt. Vielleicht hört aber ja auch gerade ein Sponsor, ein zukünftiger Sponsor zu. Der du meinst sich so gerne eine eierlegende Wollmilchsau, der den Volleyballsport gleich mal pusht und die Medienarbeit. Das wär's doch mal. Das wär was, ja. Also, da kann Post sich auch bitte direkt in den Kommentaren, würde ich sagen, melden, oder? Genau. Und die Post bitte an uns beiden, ne? Wir kümmern uns dann um die Verarbeitung und die Weiterleitung. Genau. Und dann greifen wir es an. Zweite Liga Volleyball, Herren und Damen in Osnabrück. Das wäre was. So. Und Lotte hat da schon mal mit ihrem Angriffsschlag uns ein Stück näher rangeführt. Jeder Punkt zählt, also mutig in den Block geschlagen. Der kriegt den Ball nicht unter Kontrolle und und jetzt darf Lotte Preußer ran. Und du hast es schon gesagt, auf jeden Fall eine Spielerin, die Dynamik verkörpert. Super Abwehr hier von Nadine, die stand genau richtig. Und Linda, ganz schlau gespielt da. Aber jetzt, ja. Block angeschlagen. Und wir verkürzen auf 11-14. Ja, und auch Lotte kann im Aufschlag richtig Druck machen. Die
Ja, bringt da jetzt gerade einen ordentlichen Flatterball rüber. Und jetzt sind wir da bei den kurzen Bällen aus der Mitte. Ja, da will Jana volles Risiko gehen und wird nicht ganz dafür belohnt, aber das passiert dann schon mal. Trifft nicht ganz die Linie, ja. Aber ich denke mir, das wirst du bestätigen können, ich habe es auch oft genug bei dir gesehen, dann lieber durchziehen, konzentriert, anstatt nachher sich zu ärgern und zu sagen, hätte ich Mann. Ja, es ist einfach, wäre schade, wenn man wieder nicht 3 Punkte machen könnte, sondern nur 2 aus einem 5-Satz-Spiel mitnimmt. Dafür steckt da zu viel Energie drin. Ja, und du warst ja auch eine Spielerin, die von ihrer Sprungkraft, Dynamik gelebt hat. Und wenn das Timing dann mal nicht gepasst hat, dann war der Ball eben im Aus oder im Netz. Aber wenn an alles gepasst hat, dann hat es auch gescheppert. Ich habe das immer gerne gesehen. Die Dynamik gehört halt zum Volleyballsport dazu. Ja, auf jeden Fall. Und genau, das Schöne ist ja auch, dass Volleyball nicht nur für große Menschen irgendwie interessant ist, sondern zum Beispiel auch die Nadine auf der Libera-Position, auch nicht eine extreme Größe und ist so wichtig auf dem Feld, hier in ihrer Abwehrposition. Also da kann man über Sprungkraft, über eine Sportlichkeit, eine allgemeine, kann man dann viel wieder wegmachen. Auszeit. Ja, wir schauen nochmal auf dieses schöne Mannschaftsfoto, was Franzi persönlich geschossen hat auf dem Heger-Tor. Tolles Bild und generell super Motive habt ihr da auch ausgesucht. Ich habe heute noch ein Bild veröffentlicht auf Instagram, wo Lena und Linda so... Ja, das ist super. Genau. durch die Finger so schauen und vielleicht hat es der ein oder andere gesehen. Gibt es unter anderem auf der Story Leo Award, Leo Channel im Instagram-Kanal. Ja, wer das Bild noch nicht gesehen hat, das sollte man sich anschauen. Das ist auch eins meiner Lieblingsbilder aus dem Fotoshooting geworden. Ja, tolle Bilder. Die ist aber eben auch benötigt, um dann die Mädels in ein richtiges Bild zu stellen. So, 14-15, wir kommen wieder ran und die Halle spürt auch, dass die Damen Unterstützung brauchen. Merit Dresing darf wieder ran. Und immer wenn Merit an der Aufschlaglinie stand bisher, dann lief sie wieder in unsere Richtung. Ich sollte nicht so viel loben. Der Aufschlag war mutig, aber dann eben doch ins Aus. Naja, so haben wir jetzt die Annahmesituation, auch aus der kann direkt der Punkt gemacht werden. ...14-16 der Rückstand und es gab eine Netzberührung von Leschede und damit sind wir wieder dran. Und Anne Löchert jetzt an der Aufschlaglinie mit der Trikot Nummer 5. Schöner Aufschlag, aber auch die Annahme gelungen. Und super, so, dann Block. Steht der Block, Jolina Tönsing. Ja, sie hat das Maß dafür. Die hat die Größe. Die Kraft, die Power. Genau, und hat ja ihre Arme auch schon überm Netz. Also. Und da können bei den Gegnerinnen schon mal die Knie zittern, wenn sie dann hochgeht am Netz. 16 so, mit dem Aufschlag 16. hat 16 Anne Linda getroffen. Ja, die Gäste wittern hier ihre Chance. Ja, die werden auch vorher sich die Ergebnisse von Osnabrück angeschaut haben und werden auch Bescheid wissen, dass das der Knackpunkt jetzt hier sein wird. Bestimmt. Ja, aber Wahnsinnsangriff von Jolina, richtig stark. Auch das Zuspiel von Linda im Sprung. Das sah nach richtig schönem Volleyball aus. Linda jetzt von der Aufschlaglinie. Schöner Ball. Und da sind wir back on track, würde ich sagen. Flach übers Netz. Die Leschede Spielerin hat sich da nicht ganz hinterbewegt. Und die Auszeit war zu erwarten.
So, und ich schaue nochmal, ob ich hier das ein oder andere Bild zufällig habe. Ja, Gunnar wird den Mädels jetzt nochmal gesagt haben, dass sie ihre ganze Energie jetzt in diese letzten 7 Punkte legen sollen. Ja, um da den Sack zuzumachen, um mit 3 Punkten nach Hause zu gehen mit einem 3-0, das würde auch in der Tabelle uns weiterhelfen. Hier sehen wir mal Merit Dresing, die an der Aufschlaglinie bisher sehr erfolgreich war. So, und jetzt weiter wieder zurück. Und wieder über Mitte Spiel. Erfolgreich. Das scheint jetzt gerade hier das Rezept zu sein, also das Erfolgsrezept. Ja, jetzt kann die Sache hier gleich ganz flott beendet werden. Und ja, dann machst du dich mal einmal so schick hier, ne? Und dann ist es so schnell vorbei. Hoffen wir mal, genau. Wollen das mal hier nicht zu früh. Oh, der wäre, glaube ich, im Aus. Ja, manchmal hat man Glück. Und es gibt hier Beschwerden von den Osnabrückerinnen, dass der Ball 4-mal gespielt wurde, also dass da gar kein Blockberührung dran war. Oh, jetzt geht's hier munter hin und her und Linda mit dem Versuch, den Ball lang zu schlagen. So, und 19-18. Jetzt aber die Netzberührung von Osnabrück. Schade. Aber das ist zum Beispiel aber auch so, wo wir gerade dabei waren, sich schick zu machen. Ich habe das oder halte das oft so für mich. Wenn ich mich dann mal schick mache, dann bleibe ich auch lange weg. Ne? Also das lohnt sich ja sonst gar nicht. Also ja. Für eine Stunde oder so. Ja, aber das kann man ja heute auch gut machen, weil im Anschluss noch das Herrenspiel ist. Ja. Also lohnt genau. Es sich, sich schick zu machen und in die Halle zu kommen. 20-18 und noch 5 Punkte trennen uns hier von einem 3-0 Erfolg. Ja, das wäre mal was richtig Feines. Guter Aufschlag und danke bei Situation. Ja, da war Linda schön mit der Hand unterm Ball und hat den noch gerettet. So, langer Spielzug hier. Aber letztlich mit einem guten Angriff von der Mittelblockerin von Leschede, von der Nummer 1. Wie gesagt, 15 Jahre alt. Dafür hier schon eine ganz schöne Hoheit am Netz. Ganz schön weit dafür, auf jeden Fall. Jetzt unterstützt die Halle ja auch noch mal, dass die 5 Punkte, die noch zum Sieg fehlen, dass die noch eingefahren werden. In der Tabelle sieht es aktuell so aus. Turnclub zu Hannover, auch ein schöner Name. Hat was Künstlerisches. Turnclub zu Hannover. An Rang Nummer 1, dann VfL Lindorf. Und der VC Osnabrück an 3, sowie Leschede an 4, gefolgt von Oldenburg. Da wäre ein Longliner Sieg heute schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und vor allen Dingen ein deutlicher Sieg, ja, um eben auch ja, sich mal dafür zu, auch zu belohnen, auch finde ich. Also das macht ja auch ja, mit dem Kopf was, sage ich mal. Wenn man einen 3-0-Sieg hat, das ist einfach ein anderes Gefühl als ein 3-2-Sieg. Ja, und der Turnclub zu Hannover mit 12 Punkten. Ja, da würde man schon auf jeden Fall nah ranrücken. Ja, gute Punkteausbeute von den Damen aus Hannover. Hier ganz schlau gespielt von Merit mit dem kurzen Ball hinter dem Block. Da steht niemand aus Leschede. Wir haben ja jetzt auch einen Spielerwechsel bei den Gästen. Ja, und Dennis Kurt, der will am liebsten mitspielen, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, der kann aber über die Stimmung hier auch einiges beeinflussen, wie es läuft. Also macht er schon ganz gut. Ja, gute Idee von Linda, den hinten in die Ecke zu pritschen, aber leider die Ecke ein bisschen verfehlt. Ansonsten wäre das sicherlich ein Punkt geworden.
Daumen hoch für Dennis Kurt, dem DJ. Daumen hoch auch bei YouTube für den Stream. Und erzählt doch den Leuten einfach davon, was ihr seht. Denn viele wissen es ja auch gar nicht, dass dann in der Regionalliga gestreamt wird. Und wenn dann gestreamt wird. Und der fällt super in die Diagonale. Und förmlich entgegen hier, ja. Genau. Ganz schön am Block vorbeigeschlagen. In der Abwehr steht da, verstecken sich die Lesche darin hinterm Block. Und damit ist alles frei in der Diagonalen. Ja, und die Partymusik wird hier nach wie vor angeschmissen von Dennis Kurde. Und schöner Aufschlag von Rebecca Land, Longline. Ja, und jetzt kann super man Pass. Den nächsten Punkt ganz besorgen. Toll. Ja. Und das geht natürlich nicht. Da war die Mittelblockerin von Lesche der Block frei. Und den hämmert sie natürlich den Osterbrückerin um die Ohren. Anne ist da ein bisschen zu früh schon mit der Zuspielerin mitgesprungen und war dann nicht mehr pünktlich im Block beim tatsächlichen Angriffsschlag da. Auf jeden Fall mutig geschlagen, der Aufschlag bei dem Spielstand. So, und jetzt wird es richtig, richtig spannend. 23-22 für Leschede. Aber Chris sagte uns vor dem Spiel, die können unter Druck spielen. Also erwarte ich jetzt auch, dass da noch was kommt in den letzten Punkten. Ja, man sieht schon, Gunnar ist ganz unzufrieden, dass es wieder so knapp wird. Da rauft er sich doch noch die Haare. Oh! Ja, und das sind jetzt Fehler, die dürfen bei dem Spielstand nicht mehr passieren. Da zu unkonzentriert zu spielen, den Ball nicht perfekt zu platzieren. Ja, das hatten wir jetzt nicht erwartet unbedingt, aber... Ja, Satzball für Leschede. 24-22. Das müsste... Ja, und da ist Anne nicht pünktlich da zum Schnellangriff und... damit haben wir leider wieder die Situation, dass der dritte Satz nicht vom VCO zugemacht wird, sondern ja. Von Leschede. Ja, und es müsste Pia Elfert gewesen sein, die hier mit ihrer Aufschlagserie den Gästen neue Hoffnung schenkt. Und auch mutig. Also ein bisschen, sie wirken so selbst ein bisschen überrascht, oder? Habe ich das Gefühl, auch so beim Jubeln gerade. Ja, genau. Ich glaube, in den ersten beiden Sätzen, die waren so deutlich, vielleicht haben sie sich das gar nicht zugetraut, da jetzt doch noch einen Satz zu holen. Aber es lag sicherlich auch an der Unkonzentriertheit bei den Osnabrückerinnen, da das Ding nicht zuzumachen. Zu viele Eigenfehler haben die sich da zum Ende erlaubt. Ja, Franzi, dann lass uns noch mal den Blick in die Kamera. Hallo da draußen, danke für die, ja, die Likes, die jetzt doch nach und nach eingekommen sind. Welche. Und danke für die Kommentare. Ja, Daumen hoch, ne, für das tolle Spiel bisher. Wir hoffen natürlich, dass hier der VCO jetzt nicht den Anschluss total verliert. Dein Eindruck? War das jetzt wirklich nur so ein Überraschungsmoment von den Gästen? Und, ja, ja, ich würde sagen, die Gäste spielen eigentlich relativ konstant auf einem Niveau. Die sind jetzt auch zum Ende nicht sonderlich aufgetrumpft. Ich glaube, es war eher die Unkonzentriertheit, wie schon gesagt, beim VCO. Also, ja, vielleicht wollen sie hier einfach den Zuschauern den maximalen Spielspaß zeigen und ja. Wie schon gesagt, sie lange in der Halle halten, die 7 Stunden vollkriegen. Ja, wir schalten wieder zurück in die Halle. Genau, das ist auch so gang und gäbe, dass die Spielerinnen, die jetzt in dem Satz nicht gespielt haben, dass sie sich zwischen den Sätzen immer wieder ein bisschen warm halten. Kann jederzeit sein, dass ja, da jemand eingewechselt wird und genau die Kompetenz gefragt ist. Ja, das muss man auch sagen, jede Spielerin bringt so ihre eigenen Fähigkeiten mit. Wir blenden und, eben nochmal eine Spielerin ein hier. Julia ja, Bartolomeo fehlt heute. Und ja, Linda bisher die zuverlässige Bank. Ja. Und wenn Lena reinkommt, ist sie eigentlich auch immer da, ne? Ja, das Zuspiel klappt heute richtig gut. Also da haben wir bisher wenig Fehler gesehen, finde ich. Ich denke, wir müssen in der Abwehr noch ein bisschen stärker werden. So aus der Abwehr mal einen Punkt machen. Das wäre jetzt ganz wichtig für den vierten Satz. Da wird sich nochmal abgeklatscht, nochmal heiß gemacht. Und wir gehen hier in den vierten Satz. Und ja,
Da haben wir es vorhin gesagt und jetzt sehen wir es, Gunnar streicht sich durch die Haare. Ja. Aber noch war es nur so ein leichtes Streicheln. Ja, ich habe ihn vorhin schon mit der Mappe gegen die Bande hauen sehen. Da ist er auch schnell aus der Fassung zu kriegen, wenn zu viele Eigenfehler so passieren. Meinst du auch, das Flipchart muss schon mehr Druck in den ertragen mittlerweile? Also, ja, vielleicht bräuchte Gunnar mal eine extra angepasste Mappe. Die ist schon so einige Male geflogen, auch in der Zeit, in der ich gespielt habe. Genau, die Startaufstellung, Jolina über Mitte, die ist gerade rausgegangen für die Libera, Nadine Quapil auf der 1, Rebecca Land auf der 2, dann Anne, Linda, Merit und Jana freuen sich jetzt über den ersten Punkt. Ja, jetzt gibt es hier einen Kommentar, die Getränke müssen weg. Habe ich was verpasst? Welche Getränke müssen denn weg? Also vielleicht hat da jemand beim Stream eine Kiste gerade irgendwie stehen. Ja, klär uns auf. Ist ja die Frage, die Getränke müssen weg. Ist das eine Einladung, dass wir vorbeikommen? Ja, wahrscheinlich. Jetzt, wo sind wir so schick sind, ne? Oder du zumindest. Die Getränke müssen weg. Ich bin ja farblich abgestimmt, hast du gesagt. So, wir haben hier ein 1:1. Ja, eine Einladung sagen wir sicherlich nicht nein. Die Getränke müssen weg. Ich glaube, vielleicht meint derjenige, der den Kommentar hier geschrieben hat, damit, dass das Spiel deswegen so lange dauert, damit die Getränke auch wegkommen. Ah, ja, okay, Umsatz muss her. Die also, Osnabrückerinnen lassen sich also extra Zeit. Anders formulieren, aber da bringt uns halt jemand ins Grübeln und das ist ja auch schön. Denn ich liebe die Konversation mit den Leuten da draußen. Ich hoffe natürlich, dass wir hier nicht unbedingt noch ein Fünfsatz-Match haben. Ja, da müssen wir noch hier gleich die Kabeltrommel holen und die Akkus nachladen. Genau, auch das ist ja ein Problem, ne? Dass auch die Ausstattung hier in der Schlossballhalle, was das Technische angeht, nicht ganz optimal sind für so eine Übertragung. Das ist, glaube ich, auch kein WLAN. Wird zur Verfügung gestellt. Ich war letztens in Bad Lahr und da ist auf der ganzen Tribüne keine einzige Steckdose. Ja. Ja, Sport hat braucht man schon Strom, ne? Ja, Sport hat sich noch nicht auf das digitale Zeitalter eingestellt anscheinend in Stadt und Landkreis. Da ist noch was zu tun. Aber wenn man böse Zungen glauben möchte, dann spielen wir demnächst im Kerzenschein. Aber ich denke, dann sollte man eher über die Flutlichtspiele beim Fußball nachdenken. Und ob dann unbedingt Formel-1-Rennen unter Flutlicht in Bahrain stattfinden müssen, das sind ja alle so Sachen. Aber genau, ich glaube, dass der Breitensport vom Effekt, den er den Spielerinnen, dem Publikum bietet, wesentlich wertvoller als das, was er hier irgendwie kostet. Also ich denke, dass man gerade im unteren Amateursport eben das ja viel aus Leidenschaft betreibt und da eben auch noch nicht so die Dinge ausgebeutet werden. Ich denke, da sollte man doch dann an ganz anderer Stelle mal nachdenken. Das sehe ich genauso. Ja. Ja. So, da hat Merit sich leider zuerst für die falsche Seite entschieden und konnte dann den Ball nicht mehr abwehren. So sieht es aus, der Umsatz. Jetzt haben wir es. Oh, und ich habe mich schon so über die Einladung gefreut. Ja. Schade, schade. Mit der Netzkante, Nadine Quapil holt den Ball noch gut, aber Anne, ja, die sind Löcher wachsam da. Das. Die kann ihn dann nicht mehr verarbeiten und es steht 5:3. Ja, und die Leschülerinnen, die haben jetzt den Sieg irgendwie gerochen und bringen da gerade eine ganz schöne Leistung auf. Und Johanna Hamann, was eine Peitsche. Ja, und der ist auch schwer in der Annahme unter Kontrolle zu bringen. Und wieder der Punkt für Lethede. Also wie gesagt, unsere Abwehr, die gefällt mir gerade nicht so gut. Da müsste jetzt mal wieder ein Ball nach vorne kommen.
Nur so kann man den dann eben auch im Angriff zerstören. Ja, aber da hat die gute Johanna mal richtig einen ausgepackt, aber der ist zum Glück nicht ein zweites Mal. Der landet im Aus und wir haben hier unseren 4:6 Anschluss. Und jetzt kommt Anne Löchert von der Aufschlaglinie. Ja, ist das Aberglaube, wie oft man den Ball so aufpeitscht? Ja, das Aberglaube würde ich es nicht nennen, aber es ist ein wichtiges Ritual. Also um sich zu konzentrieren, um sein Ding so im Aufschlag durchzuziehen, wird da jede Spielerin ihr Ritual an der Aufschlaglinie haben. Und das beinhaltet oft auch, wie oft man den Ball aufditscht auf dem Boden. Genau. An welche Linie man sich stellt. Da sind die Linien wiederum ganz hilfreich, die da hinten sind. Dass jeder da auch so seine Anlaufposition findet. Da sind schöne Angriffe jetzt dabei. Schöner Pass nach draußen, ein bisschen zu nah ins Netz, aber gut gesichert von Anne. Ja, und Mehre traut sich das aus dem Hinterfeld. Der Ball ist schwer zu spielen. Geht leider dann auch ins Aus, aber solche Bälle sind dann verzeihbar, finde ich. Ja, die Dame aus Leschede oder Leschede, entschuldigt bitte, aber es hat auch noch keiner versucht, ja noch nicht zu formulieren, wie man es denn dann spricht. Eher lang, eher kurz. So, und die Damen aus Leschede, ja, so betreiben sie ja heute auch ihr Spiel. Ne? Sie wissen auch noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Aber jetzt sind sie angekommen hier in Osnabrück. Ja, und die Zuspielerin, die gefällt mir gerade richtig gut. Also macht jetzt hier auch gerade den zweiten Ball. Einen kurzen Tick in die Mitte und da steht dann niemand. Mit links über die Netzkante und jetzt aber bitte, Jana, gib mal die passende Antwort. Der ist unbequem. Ja, schön von Merit noch gerettet. Der ist unbequem, aber gut geholt. Und sauberes Zuspiel wieder. Also und da steht der Block. Ja. Tönsing und Diekmann gemeinsam in Kooperationsarbeit. Und jetzt haben wir hier Linda direkt links unten im Bild. Ja, und die Halle hat sich hier auf den Zuschauerrängen, die haben sich noch weiter gefüllt. Also ich glaube auch für das Herrenspiel werden einige Zuschauer hier in der Halle sein. Die Herren spielen heute gegen die Vikings. Wallstedt, glaube ich. Ja, nicht, Vikings, Minnesota Wallstedt. Vikings. andere Sportart, anderer Kontinent. Aber ich glaube, das ist in der Nähe von Braunschweig. Ja. Die Herren haben natürlich schon ein Big Point gelandet, diese Spielzeit. Und zwar hat man in Lindorf das Derby gewonnen. Ja, ganz wertvoll. Aber auch die Osnabrückerinnen haben ja, genau, letzte Woche gegen Lindorf gespielt und da auch gewonnen. Ja. VfL Lindorf, auch da wird sympathisch Volleyball gespielt. Ja, schön, dass wir diese Vereine hier so als Eckpfeiler ganz gut verteilt im Südkreis, Lindorf in Richtung Bad Essen. Genau. Das nimmt sich hoffentlich dann auch nicht so viel weg. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass alle Vereine ja auch eine gute Nachwuchsarbeit haben. Und diese Lokalderbys, die sind einfach für alle Spielerinnen immer super. Man kennt sich untereinander, hat schon viele Jahre gegeneinander gespielt. Das macht immer ganz besonders Spaß. Jetzt wieder ein super Schnellangriff. Lena hat da Julina gut eingesetzt. Und die zieht den Ball voll auf die Eins. Wer den Stream hier noch nicht geliked hat, sollte das schnellstens nachholen. Danke für die Daumen, die schon nach oben gegangen sind. Da freuen wir uns sehr drüber. Aber über 50 Zuschauer sind auf jeden Fall dabei. Das könnten dann auch über 50 Daumen sein. Und daran arbeiten wir natürlich hier
genau wie der VCO, weiter am Erfolg arbeiten möchte. 9:9. Genau, mit so attraktiven Volleyball-Szenen hier. Also ganz tolle Abwehr, wie Lena da noch ihren Arm hochhält. Jana den auch noch rettet. Und dann ist so ein Punkt auch richtig verdient. Den kann man richtig feiern. Jana Kruska. Ja, leider ins Netz. Bisschen zu tief angeschlagen. Merit Resing, ja, du hast den Pass Punktgewinn. Gut was rausgeholt. Der Pass war ein bisschen zu lang. Aber 10:10, da müssen wir das Scoreboard nochmal nachjustieren. Und Jolina Tönsing. So, und wenn ihr es jetzt gurgeln hört, da werden eben die Lippen etwas befeuchtet. Ja, die Getränke werden. Müssen weg, habe ich die gehört. Die Getränke müssen weg, ja, genau. Aber es ist immer so schön, wenn man dann was trinkt. Gluck, 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 gluck. Aber Franzi, das sei dir gegönnt. Ich hätte es jetzt auch bald mal nötig. Aber gleich, wenn wir dann hoffentlich die 3 Punkte eingefahren haben, dann schnipse ich den Kronkorken von der Flasche und gönne mir einen Radler. Aber ja, es wird noch ein hartes Stück Arbeit, wie es aussieht. 11:10 für die Gäste. Ja, toller, langer Angriff. Da steht niemand. Alle von den Leschederinnen nach vorne gerückt. Dann komplett in die diagonale Ecke. Wo wir gerade bei Getränke waren, wer Getränke benötigt, kann die sich bei Willi abholen. Wieder toll umkämpft der Ball. So, Jules da in der Abwehr. Und der Ball geht ganz weit ins Aus. Da scheint die 9 von Leschede den Ball gar nicht getroffen zu haben. Und jetzt haben wir die Zügel wieder in der Hand. 12:11 Führung und Rebecca Land. Ja, man sieht hier schon so ein bisschen die Strapaze, den Kampf hier an im Gesicht. Also es ist jetzt wirklich hier kein Spaziergang, auch wenn es danach in den ersten 2 Sätzen so aussah. Da steht der Block. Und jetzt gut vorbereiten. Merit Resing. Ja, es sind zum Teil auch lange Ballwechsel dabei und die strengen ganz schön an. Ja. Sowohl körperlich als auch mental. Und jetzt wechselt Gunnar nochmal. Lena geht raus und Linda kommt rein. Und dann schätze ich mal, dass Lotte für Rebecca. Genau so ist es, genau. Lotte kommt rein und die Kapitänin Rebecca Land geht raus. 12:12, 1:38 steht auf der Uhr. Ja. Block angeschlagen, 13:12 für den Volleyballclub Osnabrück. Und wieder Merit am Aufschlag. Und so. Merit Resing an der Aufschlaglinie. Gunnar zeigt Richtung 5-6 und Merit erfüllt das perfekt. Die Annahme kommt nicht gut zur Zuspielerin. Und trotzdem ist der Punkt bei Leschede. Sowas ärgert immer, weil man einen guten Aufschlag gemacht hat, eigentlich unter Druck gesetzt hat. Naja, die Gäste können hier auf jeden Fall schon mal mit einem besseren Gefühl aus der Halle gehen, auch wenn sie dann heute die Punkte hier lassen sollten. So zeigen sie doch, warum sie an Rang 4 positioniert sind. Und, ja, ich finde auch, die werden im Laufe des Spiels immer besser. Also auch die Aufschläge jetzt gerade ganz flach übers Netz.
Und Nadine kommt wieder aufs Feld als Libera und soll da die Annahmestabilität bringen. Eigentlich eine stabile Annahmekette, die da jetzt steht. Und da sieht man es auch. Der Ball war jetzt leider an der Antenne im Angriff. So, gute Idee von Linda, aber die 6 hat aufgepasst. Und jetzt sind es wieder 3 Punkte Abstand. Das ist immer ja, schwer wieder einzuholen. 3 Punkte, das ist schon was. Und Gunnar mit der Auszeit. War zu erwarten. Mal schauen, was er da jetzt nochmal bewirken kann. Ja, was wird er den Damen jetzt mit auf den Weg geben? Was denkst du? Ich meine, du kennst ihn lange genug. Ja, ich denke, genau, Gunnar ist immer sehr auf mentaler Ebene, genau, sag ich mal, dabei den Spielerinnen auch Tipps, Infos zu geben. Wird denen nochmal viel Mut zusprechen. Und es gehen eigentlich auch alle mit einem Lachen aufs Feld. Also ich glaube, die sind eigentlich guter Stimmung, dass sie das jetzt auch nach Hause bringen. ...16-13 Führung. Ja, da ruft Gunnar noch im letzten Moment aus, aber das konnte Nadine gar nicht mehr so schnell hören und umsetzen, war dann noch mit ihren Fingern dran. Ja, was denkt ihr da draußen? Also an die Zuschauer die Frage. Sehen wir hier noch den 5. Satz? Ich muss sagen, die Aufschläge der Gäste jetzt auch viel, viel besser. Ja, die haben sich wirklich reingespielt hier. Blockaktion, super Blockaktion dabei. Wir sind nur noch in dieser Abwehrsituation. Wir müssen mal wieder in einen guten Angriff kommen. Muss mal wieder richtig scheppern da. Ja, besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ja, und da haben wir es aber. Lotte schlägt die Finger an vom Block. Und das zeichnet auch besonders junge Spielerinnen oft aus, dass sie so einen Mut mit aufs Feld bringen, so eine Unbefangenheit irgendwie. Schub VCO, halt es hier durch die Halle und Anne löchert mit dem Aufschlag, aber die Gäste schon wieder mit der Antwort. Die linke Peitsche bleibt ja, am Osnabrücker Block hängen und das war Jolina, glaube ich. Genau, ganz pünktlich da im Angriff und dann geht es ganz schnell, wenn Linda den ihr einfach nur in die Hand spielt und Jolina zieht den runter. Und mit ihrer Größe zieht Jolina den eben auch auf 3,5 Meter runter. Da kann man auch manchmal mit etwas Angst im Gesicht dastehen. Du musst es wissen, die ein oder andere Trainingseinheit. Gab es schon, das gab auch schon den einen oder anderen Moment, muss ich dazu sagen, wo man mal einen Ball von Jolina ins Gesicht bekommen hat. Also so ganz unwahrscheinlich ist das nicht. ...18-15 und es sieht hier so leicht danach aus, dass wir hier ja, eine Verlängerung des Krimis erfahren. Und ja, ich habe eigentlich nichts gegen Krimi-Zeit, aber da würde uns natürlich schon mal der Punkt flöten gehen, der dritte, den wir ja so gerne hier in Osnabrück behalten würden. Super Abwehr von Lotte hier. So, wenn der Ball jetzt noch bei uns auf der Feldhälfte bleibt und wir den Angriff spielen könnten. Das wäre dann der Gamechanger hier gerade. Ja, wer hätte das gedacht, Franzi, wer hätte das gedacht, 19-15 hier im 4. Dass das sich hier nochmal so verändert, das Bild. Und das wird auch sehr zur Freude von Trainer Jörg Alsmeier sein, dass seine Damen hier so langsam die Fahrt aufnehmen. Ja, und der flutscht jetzt Nadine schon wieder durch die Finger.
in der Annahme im Pritschen. Die Osnabrücker Annahme Riga hat sich jetzt so verändert, dass die zu viert in der Annahme stehen. Und das scheint etwas Angst auszulösen beim Gegner. Der Ball ist im Netz. Schöner Hinterfeldangriff, aber auch gute Abwehr aus Leschede. Ja, und Lotte hämmert einfach mal drauf. Manchmal hat man Glück und der Block hält die Hände falsch. Ja, gute Blockaktion hier von Leschede gerade.16:20 und jetzt haben wir hier eine Rallye. Oh, da wird fast das Hallendach geküsst hier von der Schlosswallhalle. Und der landet im Aus. Ja, und jetzt. Huiuiui. Naja, man soll die Hoffnung ja nicht zu früh aufgeben. Ja, aber die Fahrt zurück an die Ems wird sich verzögern. Gemeinde Ems-Büren. Gemeinde Ems-Büren gehört ja. Leschede dazu, ah ja. Ja, ist vom Fahrtweg aber auch noch ganz okay. Also, ja, ich denke, da gibt es andere. Ich glaube, Hannover ist ja auch schon immer jetzt ein Stück. In der dritten Liga waren ja noch weitere Entfernungen dabei. Braunschweig. Ja, Braunschweig. Genau, Braunschweig ist schon wirklich eine Reise, da kannst du schon mal den Reisekoffer packen. Aber ansonsten hält sich wirklich in Grenzen. Lohne, Spelle-Fennhaus, Emlichheim, da das sieht die dritte Liga schon ein bisschen anders aus. Genau. Und wir haben eine 21:16 Führung hier für die Gäste und Gunnar Kraus. Ja, ist schon so ein bisschen andächtiger gerade. Ja, man sieht es ihm an, das ist eigentlich nicht gut. Ja, wenn er dem Medienteam schon den Rücken zukehrt, dann ist es meistens kein gutes Zeichen. Ja, aber die spielen jetzt auch unglaublich hoch. Sowohl die Zuspielerin als auch die Mittelblockerin, die haben eine unglaubliche Höhe am Netz. Julina könnte denen eigentlich da was entgegenhalten. Aber die legen den Ball tatsächlich über den Block. 22:16, ja, und in dem Kommentarfeld wird schon geschrieben, nicht schon wieder Tiebreak. Aber es sieht alles danach aus, 23:16. Schon seit langer Zeit kein Punkt mehr, die Osnabrückerin. Ja, aber es gilt trotzdem jetzt auch noch mal ein paar Punkte zu machen und die Energie mitzunehmen, dann für den sehr wahrscheinlichen nächsten Satz. Und auch die Spielerin warm zu halten. Deswegen wechselt Gunnar, denke ich, jetzt auch die Maria Büter noch mal ein mit der Nummer 14. Dass auch die noch mal weiter ins Spiel kommt, falls sie im fünften Satz noch mal gebraucht wird. Es bleibt spannend hier in der Halle, in der Schlosswallhalle, im Herzen von Osnabrück. Ja, da schlägt das Herz jetzt etwas kräftiger, schneller und der Blutdruck steigt. Boah, ja, das muss man anerkennen, das war schon eine Peitsche. Richtig guter Angriff, ja. Und das war Josefina Klesper, die da mal eben komplett die Kuckucksuhr aus dem Schrank holt. Ja, ist schade, das können wir auch. Also auch eine Maria, die jetzt aufs Feld gekommen ist, die hat eine unglaubliche Angriffskraft. Ich hoffe, sie kann die jetzt nochmal einsetzen. Wir geben uns hier noch nicht auf im vierten Satz. Für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, neben mir sitzt Franzi Detmar. Und wir befinden uns im vierten Satz. Und Leschede hat 7 Satzbälle.
auf der Habenseite. Und da wird er auch verwandelt. Ja, Franzi, puh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja, aber Leschede war zum Ende stark im Angriff, stark im Aufschlag. Und ja, haben damit die Osnabrückerinnen so unter Druck gesetzt, dass es schwer war, da was entgegenzuhalten. Also jetzt ganz deutlich auch nochmal, finde ich, ja, ein Aufwachen von Leschede. Wir warten nochmal den Blick in die Kamera hier, dann können wir nochmal ein bisschen analysieren. Ja, hallo da draußen. Wie gesagt, wer den Daumen noch nicht nach oben gesetzt hat im Internet, wir müssen jetzt gerade den Daumen schon mal hochhalten für die Gäste, die sich hier wirklich reingespielt haben. Machen wir ungern, aber wir tun's. Ja, woran liegt's? Haben wir wieder die Situation gehabt, ne? Wie kann man das abstellen, Franzi? Das weißt du besser. Ja, es wundert mich tatsächlich, dass jetzt das vierte Spiel so verläuft. Ich hätte gedacht, dass Gunnar da wirklich im Training drauf reagiert hat und dass die Mannschaft sich da ja wirklich vorgenommen hat, sowas nicht nochmal vorkommen zu lassen. Ja, irgendwie fehlt im letzten Quäntchen irgendwie dann doch noch so die Konstanz, der Druck, den man selber ausübt. Also Osnabrück hat sich jetzt von Leschede unter Druck setzen lassen und da gar nichts irgendwie entgegengebracht. Also in den letzten Punkten war es sehr, sehr deutlich, finde ich. Das darf so eigentlich nicht laufen. Und diese letzten Punkte, die sind jetzt gerade im fünften Satz, werden die sehr entscheidend sein. Der Satz geht nur bis 15. Da muss nochmal ordentlich was kommen. Ja, und man sieht das Trainergespann, Tobi und Gunnar. Ja, wird analysiert. Ja, die werden jetzt überlegen, mit welcher Aufstellung werden sie starten, welche Wechsel sind in so einem 15-Punkte-Satz sinnvoll. Heute könnte Gunnar auch mal einen Doppelwechsel machen. Es gibt zwei Diagonalspielerinnen, zwei Zuspielerinnen, dass man einfach noch mehr Angriffskraft vorne hat. Ich bin gespannt, was er da jetzt, genau, was er aufs Feld bringen wird und was die Spielerinnen vor allem aufs Feld bringen werden. Hinter dem Team sehen wir Peter Vorberg in seinem weißen Pullover und seinen Kugelschreiber, der glüht schon, wie ich das so von hier analysieren kann. Ja, und der sieht auch nicht so ganz zufrieden aus, dass er schon wieder von einem möglichen 3-2 berichten muss und nicht von einem 3-0. Das wäre heute drin gewesen, das muss man ganz klar sagen. Ja, das... Heute wäre es natürlich drin gewesen, hier vor heimischem Publikum. Ach ja, eigentlich hätte ich mir dann den Spaziergang heute auch noch gern gegönnt. Jetzt kommt man aus der Halle, ist gleich dunkel. Naja, so hat sich mein schickes Outfit gelohnt. Ja. So, dann kurz die Tipps in den Kommentarfeldern. Wie geht dieses Spiel hier aus? Wer hat die besseren Nerven? Schreibt uns doch eben kurz eure Meinung. So, Startaufstellung gebe ich auch noch mal eben durch. Anne, Rebecca, Merit, Jolina, Nadine, Linda und Jana. Und Jana macht jetzt gerade auch in der Mitte noch mal eine richtige Ansage. Die wird da genau alle noch mal richtig heiß machen auf den Satz. Alle Energie in diese 15 Punkte zu stecken. Ja, jetzt hat auch mal wieder Edgar geschrieben. Edgar war wahrscheinlich auch ein bisschen geschockt aufgrund der Leistung der letzten zwei Sätze. Edgar wird schon, halt die Sofalehne ordentlich fest und dann werden die Mädels das hier schon schaukeln. Ah. Der erste Punkt geht an Leschede, aber das hat natürlich nichts zu sagen. Und aus Leschede wird es jetzt auch laut, also die sind jetzt auch kräftig am Anfeuern. Ja. Meistens kommt ja auch sowas mit dem Erfolg. Aber es gehört auch einfach dazu, ne? Dass man einfach mal auch verbal sich bemerkbar macht, um die Spielerin auf dem Feld wach zu machen, ganz klar. Ein ganz wesentlicher Punkt ja beim Volleyball, das hat man ja in wenig anderen Sportarten, dass es solche besonderen Anfeuerungssprüche gibt, schon ganze Lieder, die gesungen werden. Also, wer Volleyball spielen will, muss vielleicht auch ein bisschen singen können. Ja, dann bin ich ja schon raus, aber dann könnte Kai ja spielen. Der kann ja, der stimmt. Kann ja eigentlich wäre Kai ein guter Volleyballspieler. Ja. Ob der schon mal gespielt hat, das weiß ich auch nicht. Das habe ich noch nie gesehen. So, Rebecca Land jetzt mit der Verantwortung hier an der Ausschlaglinie. Schöner Ausschlag.
Der Chipper und Rebecca. Ah. Und das sind immer die kurzen Bälle. Also, das machen die jetzt nicht zum ersten Mal. Jetzt müssen wir uns allmählich mal dahinstellen. Aber das sagt sich von außen immer leichter. Also, wenn man auf dem Spiel ist, dann hat man ja auch eine ganz andere Perspektive auf das Spielfeld. Da sieht man solche Dinge oft erst im Nachhinein, wenn man sich dann zum Beispiel nochmal die Videoübertragung von dir im Nachhinein anschaut. Gut geholt. Ja, gut da gewesen. Und die Lischerin, die kommen mit ihren Angriffen durch. Und wir können wieder nur einen Dankeball drüber spielen. Der Ball war noch im regulären Bereich. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier eine Rallye. Ja, anscheinend war da eine Blockberührung, dass der weitergespielt wird. Ja, nur in der Abwehr hier die ganze Zeit, nie im richtigen Angriff. Es wäre schade, wenn die Serie der Fünfsatzspiele heute mit einer Niederlage weitergeführt wird. Wenn, dann sollte es auch bei den Fünfsatzspielen bleiben, die gewonnen werden. Jetzt brauchen wir einen Ruck in der Truppe. Elisa Tegeda mit dem Aufschlag. Aber ja, und anstatt da Ruck haben wir Rausch. Ist das und den haben wir auf der anderen Seite. Genau. Nicht ganz Julinas Hände getroffen. Kann auch daran liegen, dass Julina etwas zu spät war. Vielleicht war auch das Zuspiel ein bisschen zu hoch. Da werden sich jetzt hoffentlich nochmal abgestimmt haben. Schon wieder ein guter Aufschlag. Ja, den habe ich leider auch ganz leicht im Aus gesehen. Ein paar Zentimeter, die da entscheidend waren. Erneute Auszeit. Ja, jetzt poltern die Worte von Gunnar Kraus. Ja, und Gunnar ist genervt. Man sieht es ihm an. Ja. Macht ganz deutliche, eine ganz deutliche Ansprache. Ja. Aber es herrscht trotzdem gute Laune im Team, ne? Und das ist immer ganz wichtig, dass... Ja, Gunnar wird jetzt nochmal an den Glauben appellieren und dass hier noch nichts verloren ist. Es steht 6-2 und Elisa Tegeda darf erneut von der Aufschlaglinie ran und ihre Aufschläge werden auch immer besser. Ja, Gunnar hat jetzt gerade nochmal kurz zu Linda Kontakt gehabt, vielleicht da nochmal ein paar Anweisungen gegeben. Als Zuspielerin ist man ja in gewisser Weise Spielmacherin, kann die Angriffe verteilen. Aber dafür muss eben auch Abwehr und Annahme nach vorne kommen. Jana schlägt den Block an, nochmal zweite Gelegenheit und ja, da kommt sie durch. Jawohl. Ein richtig schöner Longline-Schlag. Da haben wir hinten ein Loch in der Hallenwand, würde ich sagen. Den hat sie voll getroffen. Voll getroffen und auch gut von Linda gespielt, dass sie da zweimal den Außenangriff bedient. Und beim ersten Mal war der Block noch pünktlich da, beim zweiten Mal dann eben nicht. 4-6 Rückstand und Merit mit vollem Risiko. Den habe ich auf dem Boden gesehen. Den habe ich eigentlich auch auf dem Boden gesehen, aber da müssten wir dann die Wiederholung bemühen, die wir nicht haben. Lass weiterspielen, genau, das wäre es auch noch, wenn wir hier eine Videoüberprüfung werden. Ja, uns soll es egal sein, Mund abwischen, weitermachen, das kann jetzt hier keiner mehr kontrollieren, außer die Leute zu Hause auf dem Sofa. Ich lasse die Wiederholung aus, ich könnte hier auch ein Replay anstellen, aber ich möchte hier nicht schlafende Hunde wecken. Ach, und am Ende des Spiels gleicht sich das aus. Es wird immer ein paar Entscheidungen geben, die auf der einen Seite oder auf der anderen Seite liegen. Eine Auszeit jagt die andere.
für uns nochmal Zeit, in die Kamera zu grinsen. So, da sind wir nochmal. Ja, spannend, ne? Spannend. Sehr auf spannend. Jeden Fall. Stand ist jetzt 5-6. Gut wieder rangekämpft. Zwischenzeitlich habe ich ja schon fast den Glauben verloren. Ich glaube, ich stand mal 6-2, 6-3. Ja, aber jetzt ist wieder alles drin. Also. Du glaubst sollte, an unsere Mädels. Das warum sollte auch nicht, weitergehen, ne? Mit der 5-Satz-Serie, mit einer gewinnenden 5-Satz-Serie. Ich bin mir auch nicht sicher, ob du unter der schwarzen Bluse sogar das Trikot noch trägst. Ne? Ah, das wäre es noch gewesen, stimmt. Das behalte ich mir fürs nächste Mal vor, ja. Schöner Aufschlag. Ja. Ja, druckvoller Aufschlag und das ist dann direkt ein Punkt. Merit Dresing von der Aufschlaglinie. Ja, nochmal ein guter Aufschlag. Die Libera nimmt aber auch ganz gut an auf der anderen Seite. Und der war aus. Ja, die Schiedsrichterin auch so gesehen. Jetzt sind wir wieder in der Spur. Jetzt fehlen noch 8 Punkte. Wäre schön, wenn Merit die da hinten mit ihrem Aufschlag durchziehen kann. Ah, schon wieder zu früh gelobt. Manchmal ist es besser, nichts zu sagen. Aber irgendwann reißt halt jede Serie und jetzt wird es Zeit für 5 Euro ins Phrasenschwein wahrscheinlich. Ja, jetzt haben auch wir mal mit einem gelegten Ball Erfolg. Seitenwechsel. Und wir geben noch mal kurz ab in die Werbung. Nicht alles täuscht. Ihr habt nichts verpasst, da sind wir wieder. Die Mannschaften haben die Seiten gewechselt, 8-7 für den VCO. Ja, und das ist ja, ja ein ganz besonderer Ball von Linda, den sie sehr, sehr gerne macht und der auch fast immer erfolgreich ist. Ja, den packt sie immer aus, ne? Genau, gerade zum Ende des Spiels traut sich das immer noch mal, den kurzen anzuticken und dann lang hinten auf die 5. Ist fast immer ein Punkt, also sehr erfolgreich damit. So, Jolina darf jetzt. Ja, und also man merkt einfach, die Zuspielerin und die Mitte, die sind bei Leschede wahnsinnig gut eingespielt. Da passt alles. Unser Block steht da nicht vor und das waren jetzt schon einige Punkte, die da gemacht haben. Ja, über Hinterfeld sind wir heute nicht so erfolgreich. Und schon wieder die Mitte von Leschede. Ja, die begeistert hier echt mit ihren 15 Jahren. Neun zu neun. Maximaler Spielspaß, heißt es im Internet. Ja, und jetzt, wo sich dann auch Patrick Zahn zugeschaltet hat, da liegt das Wortspiel ja auf der Zunge. Ne? Also eigentlich, wir müssen den Gegner jetzt den Zahn ziehen hier in dieser Phase. Ja, das sollte bei einem 10-9 jetzt doch echt mit den nächsten 5 Punkten möglich sein. Aber grüß dich, Patrick. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Und Linda jetzt mit dem Ausschlag. Zoom. Und wieder die Mitte. Wollte gerade Punktgewinn sagen, aber 10-10. Und nee, jetzt haben wir so langsam den maximalen Spielspaß hier. Und ich hätte gerne darauf verzichtet. Jetzt kommt Lena nochmal aufs Feld für Linda. Mal schauen, wie sie die Angreiferin einsetzen kann. Da wird noch ein bisschen geflüstert. Da hat Lena der... Erstmal eine Klatschrunde. Noch, ja, noch eine Taktik ins Ohr gepustet. Und sie, ja, und das ist ein fieser Aufschlag. Der ist extrem lang. Ich glaube, der wäre sogar reingegangen. Und trifft Jules dann da an der Schulter. Ganz unglücklich. Da ist sie nicht mehr ganz hintergekommen. Ja, in D-Schütte, da wird man jetzt auch den Sieg riechen. Würden die sich denn wohl mit einem Sieg schon an uns, an dem dritten Platz, da vorbeischleichen? Oder gäbe es da einen Wechsel wohl? Ich glaube, die Tabelle ist sehr eng in dem Bereich. Mit einem Sieg hätten wir Punktgleichheit. Ja, okay. Aber erstmal gehen wir ja noch davon aus, dass wir das hier aus Osnabrück nach Hause geschaukelt bekommen. Ja, dann kommt auch noch Pech dazu. Ja, wie unglücklich. Jan hätte den wahrscheinlich gehabt, aber der Ball bleibt noch an der Netzkante kleben und dann unterläuft sie den. Ja, der war auf dem Boden. Da war sie nicht mehr mit der Hand drunter aus Leschede. Jana jetzt an der Aufschlaglinie. Schöner Ball. Ja, noch mit etwas Glück von Anne rübergerettet. Jetzt können wir uns formatieren. Und ja, und das war ein guter Pass eigentlich. Ja, aber die Eins ist heute unglaublich stark. Schon wieder einfach die Hände rüber. Sowohl im Angriff als auch im Block. Eine tolle Spielerin, die Lesche da hat. Ja, lieber Nils, es steht 2-2. Und im fünften Satz 13-11 beziehungsweise 13-12 und Leschede hat gejubelt. Ja, der Ball war knapp. Aber und, drin, der Punkt geht aber an die Osnabrückerin. Und somit können wir den Matchball noch abwehren. Und Anne Löchert hat jetzt die Gelegenheit, hier dem Druck standzuhalten. Denn der nächste Punktverlust würde gleichgestellt mit dem Matchball für die Gäste. Super Abwehr wieder von Jana. Und ein ganz toller Angriff auch von Merit, aber es ist kein Punkt. Der fehlt noch. Nochmal, genau. Ja, und da sieht man jetzt die Beach-Qualitäten wieder von Merit. Ganz cooler Drive-Schlag so am Netz entlang. Ganz, ganz spannendes Spiel jetzt. Wahnsinn. Jetzt ist es wirklich spannend. 13-13 und der nächste Fehler bedeutet auf jeden Fall Matchball auf der einen Seite. Und ja. Dennis Kurt macht hier jetzt Balou den Bären. Und heizt sie ordentlich ein. Ja, gut ist aktuell, dass die Eins nicht auf dem Spielfeld steht, die uns da vorhin die Bälle über die Mitte um die Ohren gehauen hat. Ja, auf Osnabrücker Seite fehlt, wie gesagt, auch Chris jetzt über Mitte. Die macht sonst auch viele Blockpunkte.
auch mit extremer Sprungkraft immer dabei. Oh. Ja, da haben da wir den Matchball. Mit ganz, ganz viel Glück zum Matchball. Der Block wäre eigentlich immer aus gewesen, aber es war noch eine Lichter Spielerin daran. Und damit ist es ein Tuschball. Und nun stehen die Zuschauer hier in der Halle, so kennt man es. Die knapp 150 auf der Tribüne. Und Anne Löchert darf jetzt zum Matchgewinn aufschlagen. Auch eine aufregende Situation, sicherlich jetzt an der Aufschlag an der Grundlinie zu stehen. Und es ist noch nicht vorbei. Die Antwort. Wieder der Punkt über die Mitte. Super Angriff jetzt von Julina. Die Mitte macht's jetzt am Ende. 15-14, Matchball. Nochmal der Wechsel. Rebecca auf jeden Fall mit der nötigen Klasse hier den Druck im Aufschlag aufzubauen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was hier passiert. Schöner Ball. Ja, schön am Flattern. Das Zuspiel kann auch nicht ordentlich passieren. Und da. Und jetzt ist spannend. Wie entscheidet die Schiedsrichterin? Oh, ja. Da tanzt er auf der Linie. Es kann sein, dass Elena da noch mit einem Finger dran war und dementsprechend von ihrer Hand der ins Aus an die Antenne gegangen ist. Aber Linda sagt, sie war da nicht dran. So, was passiert jetzt? Konversation zwischen Rebecca und der Spielleiterin. Ja, ich denke, die werden sich nochmal bei dem Ball unterhalten haben. Linda sagt, sie war nicht dran. Aber letztendlich entscheidet eben die Schiedsrichterin. Und wir haben hier natürlich keinen Videobeweis, also. Im Netz wird schon von Prophezeiungen gesprochen. Ja, das stimmt. Und da haben wir den nächsten Matchball, ich glaube, der dritte jetzt. 16-15, jetzt muss es aber klappen. Mit Merit am Aufschlag. Merit macht den Deckel drauf. Schöner Aufschlag. Und jetzt Jana. Auf geht's. Und da ist der Punkt. Vom Block ins Aus an die Antenne. 17-15. Und da ist der hart umkämpfte Sieg. Also sicherlich auch sehr enttäuschend für die Leschener Spielerin. Aber ja, was wir will freuen man mehr? Uns. Was will man mehr als neutraler Volleyball-Fan? Also, ja, ich liebe diese Spiele ja auch, aber es ist ja immer gleichgestellt mit dem Punktverlust, den man dann halt hat. Ja. Einerseits eine schöne Regel. Macht die Rückfahrt des Verlierers natürlich wesentlich angenehmer, das ganze Prozedere. Und ja, ich würde sagen, die Gäste haben sich den Punkt auch reglich verdient, ja? Ja, also, ja, auch im fünften Satz jetzt nochmal ganz stark gewesen. Die ersten beiden Sätze waren nicht so ganz stark, aber die haben sich wirklich, ja, in das Spiel reingespielt und da nach und nach ihre Leistung gebracht. Und wie gesagt, waren über Mitte so stark. Da fehlte uns manchmal so der Block dagegen. Den hatten wir am Anfang noch. Da hat Anne echt einige Punkte geholt. Ja, was denkst du, wer wird hier ausgezeichnet als MVP beiden Seiten, dein Tipp? Immer schwer, finde ich. Es ist eigentlich immer so eine Mannschaftsleistung, die dahinter steht, aber bei Leschede, wie gesagt, hat mir die Zuspielerin und die Mitte sehr gut gefallen. Ich glaube, die waren auch schon häufiger MVP. Ist auch immer doof, wenn das die gleichen kriegen. Aber auch auf Osnabrücker Seite war Jana heute wieder eine Bank, obwohl sie erkältet ist. Hat hier ein gutes Spiel geleistet, genauso wie Linda. Aber auch die beiden waren schon MVP. Ja, wen würdest du denn sagen?
Ah, ist echt schwer. Ich fand jetzt, Merit war hier von der Aufschlaglinie immer sehr stark, aber ob das dann reicht, das ist generell ist es, glaube ich, immer ein bisschen Glückssache vom Gefühl. Ja. Aber ich würde es so bestätigen, ja. Ja. Aber es hatten alle ihre starken Aktionen. Vielleicht heute so ein bisschen, wer in den entscheidenden Momenten da war. Und da hast du nicht Unrecht. Da hat Jana einfach eine stabile Annahme auch nach vorne gebracht. Und die ist eben wichtig für so ein Spiel. Ja, und Dennis betont gerade nochmal den Spaß, der heute sicherlich auch im Vordergrund bei allen stand, bei so einer Spiellänge, bei so spannenden Ballwechseln. Ja, und das ist die Zuspielerin, wenn ich mich nicht täusche. Also ja, auch von der Aufschlaglinie auch immer stark, auch wenn ihr den ganz eigenen Stil hatte mit ihrem Aufschlag, immer den Zwischenhopser da drin. Genau. Aber. Aber die hat ihren Job gut gemacht, also. Ja. Als Zuspielerin kann man da auch wirklich seine persönliche Note dem Spiel verleihen und am Ende hat sie gemerkt, es läuft über die Mitte. Ja, und da zeigt sich, dass genau die Stabilität in so einem Fünfsatzspiel immer ganz entscheidend ist. Und die hat Jana eben erbracht. Ja, schön, die war vor dem Spiel noch gar nicht so, war ja noch gar nicht so klar, ob sie überhaupt gut mithalten kann heute, wenn man ein bisschen angeschlagen ist gesundheitlich. Ja, aber genau, ein bisschen erkältet gewesen, glaube ich. Aber schön ist, dass man ja auch noch sagen darf, man ist einfach nur ein bisschen erkältet. Ja, da haben die Tests ja inzwischen zugeführt, dass man das ganz klar unterscheiden kann. Dann schauen wir mal, ob wir gleich noch einen Gast haben, der uns kurz noch Rede und Antwort stellt. Müssen wir gleich mal schauen, ob wir da jemanden hochbekommen. Ja. Eigentlich würde ich schon mal dem Gunnar auf den Zahn fühlen wollen, warum es immer so passiert, wie es gerade passiert ist, wie eigentlich schon fast vorhergesagt. Wollen wir da Dominik mal fragen, ob der Gunnar gleich mal hier... Ja, könnten wir gleich mal machen. Bitte kommt doch mal gleich eben zu uns runter auf das Spiel. Aber ich kann ja jetzt schlecht runtergehen, weil... Da bist du gefordert. Da müsste ich ja jetzt... Ja, als Alleinunterhalterin eigne ich mich nicht. Genau. Hier wird gerade Thorsten in der Halle gefordert. Ja, dann würde ich sagen, dass wir einfach... wie machen wir das denn jetzt am besten? Also, ich würde sagen, wir lassen einfach hier mal ein bisschen laufen. Ja. Und wer noch Interesse hat, bleibt einfach dran, oder? Ja, genau. Wir lassen das einfach hier ein bisschen laufen. Mal gucken, ob wir die... Wir legen einfach mal die Kopfhörer weg. Dann dürfte auch nichts passieren. Dann wird da keiner beigehen. Dann darf der Livestream auch noch ein bisschen... Also, ich muss mal kurz hier abbrechen. Wir kommen dann gleich nochmal wieder. Nicht wundern. Also, in 3 bis 4 Minuten haben wir dann halt auch nochmal einen Interviewpartner hier oben im Stream. Bleibt also dran. Bis gleich. Thank you.
So, da sind wir. Ja, genau, das Ding. Muss das irgendwie. So, ne? Hey, Pilot. So. Da ist er. Da ist er. Guck mal, da sind wir. Ah, warte, das ist das Mikro, ne? Nee, das brauchst du nicht. Das brauche ich nicht? Okay. Normal müssten wir. Ah, das ja, ja, klar, okay. Ja. Da sitzt er neben mir. Ja. 5 Jahre gealtert. Ja, das stimmt. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Ja. Ich hatte heute eine sehr bezaubernde Co-Moderatorin, hat es super gemacht, genau wie ihr in den ersten 2 Sätzen. Nur der Unterschied bei Franzi, die hatte dann den Leistungsabfall nicht in der Moderation. Und Franzi hat aufgedreht, achso. Ja, ja, okay, verstehe. Ja, genau. Woran lag's und warum ist es chronisch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Also ich würde ja mal sagen, also wir trainieren jetzt ja seit 3 Wochen mit 12 Leuten im Training. Und ich glaube, das wäre halt gut gewesen, wenn wir das schon im August gemacht hätten. Dann wären wir jetzt auch schon vorbereitet gewesen. Ich hatte ja mal irgendwann zu unserem Schreiberling gesagt, dass wir so im November gut sind. Und ich glaube, das passt leider. Also ich glaube, man kann halt nicht erwarten, dass man von alleine hier die Spiele geschenkt kriegt. Wobei, sie hätten es uns ja geschenkt. Also sie haben im 3. Satz ja wirklich aufgehört zu spielen. Sie haben gar nichts mehr gemacht. Und wir haben halt aufgehört zu spielen, ja. Also Leschede hatte schon gedacht, okay, hier ist nichts zu holen. Ich habe mal auf die Tabelle geguckt, hier der Tourenclub aus Hannover. Ja. Ich kenne die das Leistungsvermögen nicht so von den Namen, aber... Das ist Alixe, ne? Genau. Ehemals Alixe. Ja, aber optimale Punkteausbeute bisher und wenn man dann ganz oben mitspielen möchte, sieht es so ein bisschen so aus, dann darf man sich das nicht zu häufig, dann muss man diese 2-0-Führung auch mal klar zu Ende spielen. Es gibt da einen Unterschied zwischen der Mannschaft und dem Trainer gespannt. Ja. Also die Mannschaft will das so. Sie wollte Urlaub machen, sie wollte Freizeit. Ja. Und ich habe gesagt, das kann klappen, wenn es keine andere Mannschaft gibt, die von Anfang an alles abräumt. Ja. So. Jetzt haben wir hatten das Teilziel. Das Teilziel war ja bis heute 9 Punkte aus den ersten 4 Spielen wollten wir. Jetzt sind es 8 geworden. Am Montag wird darüber gesprochen. Jetzt wissen wir ja, dass es eine Mannschaft gibt, die alles abräumt. Na, selbst wenn wir die 2x3-0 schlagen würden, dürften wir halt nur 6 Punkte dahinter sein. Ja. Und wenn wir Tiebreak spielen, ist das halt nicht so. Habe ich der Mannschaft gesagt, dass sie da nicht rumheulen sollen, wenn das so ist? Also muss ich gucken, wie die Mannschaft darauf jetzt reagiert. Also ich sag mal so, mich überrascht da gar nicht so, wie es ist. Na, das habe ich ihnen alles vorher gesagt. Ich finde, sie machen das halt im Rahmen dessen, was sie geben wollten, halt super. Also die Einstellung im Training ist Bombe. Das Engagement beim Spieltag ist Bombe. Jana war eigentlich erkältet oder krank, hat jetzt trotzdem gespielt und auch 5 Sätze durchgehalten, wo sie eigentlich vorher sagte, aber keine 5 Sätze, Gunnar. Also Lob an die Mannschaft. War heute in den entscheidenden Momenten die Spielerin. Ja, genau. Also das muss man einfach so sagen. Ja. Ich finde, dass die Mannschaft das super macht. Aber man sieht ja auch Steigerungen. Also Leschede schätzt sich schon stärker ein als Spelle, ne, und auch vielleicht irgendwie stärker als Lindhorff. Also insofern ist auch bei uns eine Steigerung zu sehen, aber die Konstanz ist halt wie damals auch schon, bevor wir in die 3. Liga aufgestiegen sind, das halt muss man halt üben und das geht nur mit Training. So sieht's aus, in der Spitze entscheiden immer die Nuancen. Ja. Und Stichwort Spitze, Franzi hat super gemacht heute, also sie ist nicht mehr aktiv, darf sich jetzt also öfters hier auf den Rang also oder Platz 11 ich sag mal, Franzi kann wahrscheinlich öfter als du. Vielleicht ist sie öfters hier. Ja. Ja, vielleicht, genau. Das wird sich zeigen. Aber ich habe, und deswegen war ich ja gerade kurz, habe ich den Platz Ein Geschenk gekriegt. Ich könnte mir vorstellen. Ist das drin, was draufsteht? Genau, eine Flasche. Die ist perfekt, weil so als Radsportler, okay, für den Rahmen vielleicht ein bisschen breit, aber für meine Auftritte hier. Ja. Ne, vielleicht, genau. Und man kann ja reinmachen, was man möchte. Gunnar, ich hoffe natürlich, dass ich noch das ein oder andere Mal wieder hier sitzen werde. Und du weißt, freue mich immer, wenn ich hier sein kann. Die 3. Krise im 3. Jahr, die ist auch bei uns nicht ganz vorbeigegangen. Und dementsprechend es ist ein Elend. Ein genau, Elend, ja. Genau. Und von daher schauen wir mal. Soll wohl weitergehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sage auch noch mal danke. Jetzt genau da huscht sie ins Bild. Ganz super gemacht heute. Hat mir richtig Spaß gemacht. Guter Tanzpartner hier, brauchte man nur durch das Programm führen und ihr habt ja auch euren Teil dazu beigetragen. Eben kurz auch nochmal Danke an die ganzen netten Menschen, die doch geschrieben haben, bevor ihr jetzt den Stream wirklich verlasst. Den Daumen nach oben bitte und teilt den Stream Patrick, einfach Patrick, ich schreibe dir. Ja, Patrick, Einbrüche nach 2-0 Satzgewinn steht hier. Gunnar, wie versucht ihr nächste Woche im Training? Oh genau, da gibt es die persönliche Nachricht. Wir sagen Tschüss, bye bye, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön euch beiden.